Damit grüezi miteinander und herzlich willkommen zum großen Preis von Deutschland hier auf dem Nürburgring. Das Halbzeitrennen steht an. Rennen Nummer 8 der Saison 2 hier in Grand Prix 3. Und ich bin nicht allein. Auch zum Rennen ist er wieder mit dabei. War ja schon im Qualifying zu hören. Der Joker. Ja, grüezi miteinander. Hallo Michi. Ja, Joker, ja, 2020 und wir haben wieder auch Co-Kommentatoren als bei den Rennen dabei. Joker wird vielleicht auch öfters noch bei Rennen dabei sein. Wir haben ja danach noch ganze 8, neue ganze Hälfte. Qualifying war ja schon spannend, Joker. Also für Williams war es nicht so geil. Hat nur den Joker wieder in seine Sabbatjahr bestärkt. Aber wir haben Überraschungen im Qualifying, mit denen man so jetzt nicht gerechnet hatte. Und ich denke, da gucken wir doch einfach rein, machen wir mal dieses tolle Startsamtmehl weg und gehen mal in das Startaufstellungsbild. Genau, hier. 34 Runde, Deutschland steht hier Grand Prix of Europe, das war die 2001er Strecken, da war das halt der Europa Grand Prix. Da war ja Hockenheim-Deutschland-Renne, der alte Hockenheim-Ring, der Joker auch nachtrauer. Das waren noch Zeiten. Linus Hartmann mit seiner Pole. Ich muss da jetzt ehrlich gestehen, da weiß ich nicht ganz genau, wie viel das ist, aber es müsste auch erst seine fünfte sein. Der hat noch gar nicht so viele Pole Positions geholt, der Hartmann. Er hat mehr Rennen gewonnen, wie die meisten Fahrer. Wir wissen, die Pole Position Joker, gerade in Grand Prix 3, die sind leider immer die Doubles, wo durchfahren müssen. Also mal schauen, ob der Hartmann überhaupt das gewinnen darf heute. Vielleicht aber sollte man ja Punktesystem da auch nochmal was kann man leider nicht machen. Ich würde ich gern machen, so Qualifying-Punkte. Oder machen. Notieren und dann nochmal extra. Da müssen wir die Tabelle dann extra draufschreiben. Schweizer auf der 2, Prerat auf der 3. Da ist aber bei Gerner mal was passiert nach Monaco. Es gab natürlich die Weihnachtsfeiertage, da wurde nicht viel gemacht. Aber Joker, ich würde es mal überlegen mit Gerner. Was ist das jetzt, was sagt das aus? Ist das eine Momentaufnahme oder blicke dies jetzt wirklich in der zweiten Saisonhälfte? Sehen wir da nachher einen Sieg vom Schweizer sogar noch? Muss man mal über die nächsten Rennen verfolgen. Momentan erstmal eine Momentaufnahme, mal gucken. Lukas Bär dann vor. Hat wieder extremst gehagelt hier. Lukas Bär vor Wekomeyer, Michael Eichert und Andy Heibrecht. Der Joker hat schon anklingen lassen, dass er eher für der Heibrecht ist. Nichts gegen Bergmann, aber er sagt, der Heibrecht, der war noch nicht Weltmeister und ist noch Neuling, ist seine erste Saison. Es wäre schon ein Kracher, wenn dann der Heibrecht gleich in seiner ersten Formel-1-Saison gleich Weltmeister wird. Ja, so wie du da einmal anklingeln hast, das erinnert schon an Lewis Hamilton, so wie der hier loslegt. Ja, aber der 2007 hat die WM dann im Kiesbett versenkt in China. Dahinter, wissen wir, da war es der Kimi. Dann macht das vielleicht der Heibrecht dann besser. Schauen wir mal, ja, es erinnert wirklich immer an Hamiltons Karrierebeginn von 2007, das ist schon richtig. Dann Alex Rickard, ist schon mal ein Ausrufezeichen von Renault, nämlich der Bergmann zu schlagen. Aber das sagt ja noch nichts, Rocky ist einer, der konstant punktet oder endet die Konstantserie, dann könnte vielleicht mal wieder welche aufholen. Aber ich glaube eher nicht. Fuxi, bester YouTuber, haben wir schon im Qualifying gesagt, vor Herbstritt und Freund, der Monaco-Sieger Christian Freund, wieder in der Realität angekommen, der Porsche hier nicht so stark am Nürburgring. Daniel Schmutz vor Kenny im Ferrari. Joker, der Kenny hat sich das bestimmt ganz anders vorgestellt bei Ferrari, der ist bestimmt dorthin gekommen, um Rennen zu gewinnen. De facto hat er das Slivage 1 gewonnen, es gab 4 Pole Positions, mehr gab es da noch nicht. Ja, aber wie es ja von den Chefs ja nun immer hieß, dass der Slivage jetzt eigentlich der ist, den man doch eher langfristig da plant und Kenny nicht, aber ja, auch bei dem Slivage, das Team an sich ist nun mal scheiße. Da kann man nun mal nichts machen, wenn dann das Auto jetzt auch noch scheiße ist, aber die Fahrer sind gut. Also, das ist meine Meinung. Ja, das hast du ja gesagt. Und du hast ja sowieso den Kenny in Schutz genommen in Spielberg im Interview und hast ja gesagt, es kann ja nicht wahr sein, dass man jetzt da wegen einem Rennsieg jetzt der Kenny da aufs Abstellgleis befördert. Genau. Joker, da beförderst du dich ja selber hin mit dem Sabbat. Ja, vom Jake, aber ich meine 15, 16, 8. Startreihe, dann noch der Beißler und der Valvorik. Also ist für die YouTube-Fraktion richtig schlecht gelaufen. Auch der Beißler hätte es nicht hinbekommen. Ich glaube, das einzige Positive bislang ist, dass ich in der Qualifikation eigentlich fast immer vor Jake war, oder? Meistens, ja. Aha, die Rennen liefen dann halt nicht so.
Super. Es wird bestimmt beim Start auch wieder wunderbar klappen, kann ich mir vorstellen. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe immer viel Spaß in der Boxengasse, wenn ich dann warte, dass ich Qualifying rausfahren kann oder dann, Alter. Ja, es ist immer mächtig, wie in einer Qualifikation hier den Ansgar von Nahnstein, wie er da versucht hat, den anderen da ordentlich da wegen Bär. Wie war das vorhin? Bär? Na, der hat da ordentlich Dampf gemacht bei BMW. Hat da auch ein heftiges Gespräch mit seinem Ja, Fahrer gehabt, wegen der genau schlechten deswegen. Quali-Leistung und mit dem Lukas Bär. Und der war da nicht sehr zimperlich, der Ansgar von Lahnstein. Das wissen Wenn ich wir das alle. dann sehe, wenn ich da auf meinem Heckflügel sitze, da auf dem Williams, der eh bald abbricht, aber das merkt ja eh keiner. Und mir das dann angucke und dann lache ich, dann bin ich erstmal gut gelaunt und dann kann mir erstmal da kurzzeitig diese Karre auch unter mir flöten gehen. Das In macht schon Spaß. Ungarn hast du ja mal vor Wut den Frontflügel abgetreten, arme Williams. Und Ja, danach kann bist man, in das ging und leicht. Also ich sag dir, das geht. ja, Das das ist. glaube ich dir. Und danach bist du im Etablissement verschwunden, haben wir gehört, ne? Du möchtest nicht wissen, was dieser Frontflügel auch befestigt war. Das war wirklich nur ein Kaugummi. Ja, der ging schon mit einem richtigen ordentlichen Tritt ab, muss man schon sagen. Apropos Gummi und Etablissement. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber Slimic hat es auch besser. Und Valvo hat sich freut, direkt hinter ihm steht Luca Le Gall. Dann noch Cevicki und Grün, der musste mit dem Ersatzauto fahren. Der hatte ja einen Getriebeschaden, der arme Kerl. Der Gilbert wird hier auch nicht mehr. Der hat ja auch keine Lust mehr auf Formel 1. Der will aufhören. Und wie es in unserer Fachsprache heißt, in unserer Konfisprache, Getriebeschaden! Erster Gang. Das war doch Genau. bei Grand Prix 4, war das doch, oder? Von dem es habt ihr ja, wo der Mann immer sagt, erster Gang. So, mal gucken, ob es gleich klappt. Im Vorjahr ruckelte das ein bisschen, der Nürburgring-Start. Ich hoffe, dass es mit der neuen Hardware besser läuft. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein hier. Hartmann muss nicht durchfahren, Joker. Ich hatte ja schon mal eine Siegchance. Wir werden das Weitere gleich gucken. Unten die Startaufstellung. Großer Preis von Deutschland am Nürburgring. In wenigen Sekunden gestartet. Das dauert sehr lange heute. Und los geht's Go, in go, go, Deutschland. go, go, go! Und oh, das ist wieder so ein Ruckelstart wie der Vorsaison. Oh, ja, und da kommt der Prerad, glaube ich, sehr gut weg. Oh, ja, das war genauso verruckelt auch in der Vorsaison. Und Matze Schweizer gegen Prerad und gegen Hartmann. Ui, ui, ui. Ah, da haben sich aber verstanden hier, muss man schon sagen. Da hätte es auch knallen können, so wie der Matze Schweizer da losgelegt hat. Gucken wir uns mal den Start an, Joker. Erstmal Hartmann muss nicht durchfahren, also damit sogar ein Siegkandidat. Ich entschuldige den extrem verruckelten Start, aber das war in der Vorsaison auch genau am Nürburgring der Fall. Ja, da geht alles fair zur Sache. Das ist natürlich etwas, was mir überhaupt nicht passt. Stimmt. Luca, was ist da los? Stimmt. Er hat schon erwartet, dass der Valvo da quer durchs Feld fliegt. Matze Schweizer, erstmal, ja, der kam doch besser weg wie der Prerad. Es sah nur aus der TV-Bild so komisch aus. Aber auch Prerad, der macht, müsse die nicht durchfahren. Vielleicht ist, oh, da hinten, ja, da wird's eng. Dreierpaket. Ich glaube, da ist der Veljko Maier durchgereicht worden. Da wird Veljko Maier von einem Renault überholt, Joker. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Hier noch Prerad. Ordentlich, auch die beiden Gerner Jungs und Hartmann, oder? Bisher ordentlich und fair gestartet. Traust du dem Slowene heute sogar ein Formel-1-Podest zu? Es wäre natürlich sein erstes, klar. Ich freue mich, wenn er gewinnen würde. Ganz Ja, einfach. das ist natürlich hier. Und Alex Rickard, Joker, wirst du auch gut finden. Von der 8 gestartet, hat er gleich mal einen Veljko Maier kassiert. Und der Eicher, der kommt ja. Oh Monster Gott, Start, der Start, Heiprecht Start. kam ja auch übel weg. Wer muss da durchfahren? Ich glaube auch der Lukas Bär wäre so ein Durchfahrtskandidat. Ja, guck dir Stark. das. Das ist der Start des Rennens, Joker. Vorsaison war der Kenny so ein Raketestarter. Gucken wir uns hier nochmal der Heiprecht an, der sogar vom Rocky Bergmann überholt wird. Ich würde mal drauf wetten, den haben sie auf Durchfahren geschickt, Joker. Mir sieht es verdammt nach Durchfahren aus beim Heiprecht und ich glaube, das wäre keine gute Idee. Gottes Willen. Wir gucken uns auch Rocky Bergmann an und dann ist gut. Oder willst du dich auch noch sehen, Joker?
Gläser aus. Wir zeigen den Joker, von da hinten oder zeig irgendwie was von da hinten noch. Wir zeigen den Joker natürlich, weil er noch dabei ist, weil er hier in der Kommandokabine sitzt. Bergmann kommt gut weg. Fuxi hat auch keinen guten Start. Beide Peugeot, sage ich schon, Porsches vorbei. Und der Heiprecht, ich würde mal schon mal 2 Euro auf Betway wetten, der fährt durch. Oder der hat einfach ganz schlecht gestartet. Für die WM hilft es natürlich dem Herrn Bergmann hier. Wir gucken mal hinter durch. Und wenn Joker... Oh, Joker ist aber... da ist ein Ferrari-Letzter. Joker hat da schon mal einen guten Start hingelegt. Wollen wir uns das mal angucken? Slivic Letzter. Na, das hat sich der von Lahnstein ja wieder anders vorgestellt. Ja, starten kann ich. Ich jetzt sagen. Da hatte ich der Jay kurzzeitig überholt und dann wird er vom Schmutz aufkalt und der Joker denkt, das ist sehr gut, ich fahr mal außen vorbei. Der Beißler schafft es auch fast. Und dann gehen wir ins Live-Bild und da hinten wird es gleich richtig übel. Achtung, Matze Schweizer geht in Führung! Oder nicht? Oh, Matze Schweizer, das will ich nochmal sehen, das Ding. Der Schweizer fährt übrigens nicht durch, der hat weniger Sprit wie der Hartmann. Ich sag gerne nochmal von hinten sehen. Kennt man ja von hinten, von vorn. Ich habe mir öfter schon gedacht, ob der Joker sich was dabei denkt, wenn ich das so sage, von hinten, wenn ich von vorne angucke. Was ich mir schon alles gedacht habe bei den Videos, was ich mir in den letzten Monaten angeguckt habe aus unserer Double-Truppe. Ja, du guckst das auch nochmal von vorne an, weil wir noch Zeit haben für Replay. Aber gerade als das angeschaut haben aus meiner Perspektive da, also ich glaube, als die das Replay geendet hat, es sah so aus, als ob der Williams schon wieder nicht aus dem Quark nach der Kurve kam. Also, das kann gut sein. Oh, Gott, wir gucken jetzt erstmal, wer durchfährt. Hartmann nicht, Schweizer nicht, aber Nathan Brera, Joker. Nein. Da ist ja Alex. Hey, das ist doch Alex Rickard auf der 3. Alex Rickard fährt durch. Wie ist denn der auf die 3 gekommen? Wo ist denn Nathan Brera? Der ist überholt worden. Sehen wir nicht mehr. Oder wird von Veco Maier überholt, weil Prerat und Rickard durchfahren müssen, Joker. Das bedeutet, den können wir wegstreichen. Ja. Das ist halt das Übel dann. In Monaco kannst du sowas machen. Also Rickard, Prerat, Veco Maier natürlich nicht. Bär habe ich mir gedacht, dass er durchfahren muss. Eichert auch. Und Rocky Bergmann, beide BMW fahren durch, wie in der Vorsaison, Joker. Damit ist es gut für den Heiprecht. Oh, Bergmann überholt da Eichert. Stark gemacht. Jetzt sieht jedes Replay hier zeigen. Nicht? Vor allem mit, wenn wir einen Co-Kommentator dabei haben. Der will das vielleicht nicht unbedingt. Die Heiprecht muss nicht durchfahren. Schlechter Start ist in der WM gut für ihn, Joker. Weil Bergmann, haben wir gesehen, muss durchfahren. Vorne geht. Freund nicht. Herbstritt wird durchgeschickt. Kenny muss nicht durchfahren. Du, Kenny hat eine Chance, nach vorne zu kommen. Fuxi fährt durch. Joker nicht. Joker? Geht aber. Ja. Der Beißler muss durchfahren. Also immer einer muss. Also Beißler ist wieder der Double. Wir wissen, wenn Beißler durchfahren muss, dann hat er keine Chance in den Rennen. Und jetzt Jay gegen Schmutz. Cevicki muss nicht durchfahren. Slivic muss durchfahren. Ja, gut. Und Le Gall auch. Können wir die schon mal streichen? Valvo nicht. Achtung, das wird spannend hier. Schau mal, Valvo, Slivic und Le Gall. Da ist doch ein Crash Angst. Vorprogrammiert. Das wollen wir sehen. Ja, und der Grün muss noch durchfahren. Das sollte man noch hier ergänzen. Wir gucken einfach mal kurz hier drauf. Oh, Le Gall verbremst sich. Normal sollte man mal vorne gucken, aber hier ist gerade Crashpotenzial wahrscheinlich. Da, wo die Action abgeht. Ja, die Action-Cam möchte ich nicht so oft hier ausreißen. Die funktioniert auf Grand Prix 3 manchmal nicht so geil. Die zeigt dann irgendwas, wenn jetzt jemand gelb hat. Das wird was mal angucken. Ich denke, das ist schon Replay-würdig. Ich glaube, Valvo wird es genauso sehen. Grüße an der Stelle. Auch an Jay, Kenny, Boris, Veko, Novin und wer sonst schon alles mit dabei ist. Und das crashfrei, Joker. Da bist du eigentlich schon ein bisschen enttäuscht. Ich ja. Die beiden Beteiligten wahrscheinlich nicht. Valvo und der Nürburgring, da war doch was. Die mögen sich doch auch nicht, glaube ich. Hartmann, der dominiert hier schon. Matze Schweizer auf der 2. Die hinteren, die müssen... Und Veco Maier ist schon durch an Nathan Prerat. Braucht man nicht mehr ins Replay gucken. Das ist schon vorbei.
Zumindest die Nordschleife. Oh, oder haben wir schon gelb, 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 gelb? gelb. Ist das hier das Gelb? Ich sag ja, die Actioncam zeigt da nicht immer alles. Da steht ein BMW. Aber wer? Rocky Bergmann! Rocky Bergmann steht da! Die Einblendung hakelt natürlich wieder. Oh, wer da? Oh Gott, das will. Und was war da? Oh, oh, da war der Ferrari. Oh, da war Kenny beteiligt. Oh. Ja, das wollen wir sehen. Mit dem Kenny kollidiert Rocky Bergmann. Aber wir wissen natürlich nicht, auf welchem Platz. Der war Achter. Das hilft dem Heibrich. Das war Christian Freund, der Monaco-Sieger, der da reinscheppert. Und glaub, Kenny, der nicht aus war. Eieiei. Da konnte ja auch der Kenny nichts machen, würde ich behaupten, weil da kommt der Bergmann da plötzlich wieder raus. Joker will da auch den Kenny angreifen. Ich glaube, Christian Freund war der Porsche, der den gerade abgeräumt hat. Der Sieger aus Monaco, der Held in Monaco war und hier macht er so eine Dummheit. Ich habe Monaco gewonnen, Bam. Joker feiert's. Ja. Und dann wollen wir noch die Sicht von Kenny sehen. Da gibt's gleich den Angriff vom Joker. Was ist da? Also Kenny kann da nichts für, weil da kommt der Bergmann plötzlich aus der Schikane. Ich meine, der Kenny muss ja auch noch irgendwo fahren, gell? Also auch blöd vom Bergmann da so reinzuziehen. Rocky, also als Weltmeister muss man das vielleicht auch nicht machen. Aber da kommt Sprüche. Wie oft wird da geschumpft über der Beißler, dass der so dumm fährt und dann fährt der Bergmann so blöd? Ja, vom Bergmann haben wir einen. So, ein Idiot, crash me the car! Rocky, keep cool. It's not okay! I lost points! Okay, Rocky, we see this. Race Control is informated. Achtung! Joker gegen Kenny! Vorbei und da hinten Eberhofer gegen den Beißler. Oder ist das Heibrecht? Das kann nur der Beißler sein eigentlich, weil der Heibrecht fährt weiter vorne. Das wollen wir sehen, das Duell hier. Mal aus Kennys Sicht. Da fragt mich auch gerade wieder, was wir hier teilweise für Karren sehen. Die halten ja halt aus. Ja, die haben das, die haben aber Schaden. Wir haben ja schon Schäden gesehen hier in der Saison. Haben das F4 Baumaterial, würde die Fuchsi sagen. Ah, Joker, das war ein gutes Manöver. Der Kenny war noch nicht aus dem Tritt. Der ist aus dem Tritt gekommen und du hast es genützt. Hast dich mal auf den letzten Punkteplatz. Du hast jetzt den letzten Punkteplatz. Oder hat Kenny da vielleicht doch irgendwelche. Nein, Kenny hat da nichts, aber wir können es auch nochmal aus der Kenny-Sicht angucken. Kenny hat auch einen Funkspruch. Bergmann is spinning off in front of me. Bergmann is spinning off and crash me in the car. Okay, Kenny, we see this. You have not damage. Oh no, and Joker overtakes me. Oh no. Ich hab gerade Batman verstanden. Overtakes me. Joker overtakes me. Ja, der Beißler ist auch dabei. Wir wissen auch, dass der Beißler gern mal zu einem Crash neigen kann, gell, Joker? Geht die Nummer hier crashfrei für euch alle aus. Kenny hat, das ist Eberhofer noch. Joker setzt sich ab. Na, ja, dann verteidigt mal den letzten Punkt hier. Ja, wir haben doch noch gerade einen Funkspruch vom Joker. Oh ja, der crasht aber richtig geil gerade. Wuhu! Ja, der Joker feiert das. Wo ist eigentlich der Bergmann? Wo ist eigentlich Rocky Bergmann? Ist der überhaupt noch im Rennen? Ja, dann wäre uns angezeigt worden. Dödelt da irgendwo hinten rum jetzt der Bergmann. Ja, Joker. Durchfahrer und Letzter. Ich glaube, heute gibt es einen Nuller für Rocky Bergmann. Und Veco Meyer dreht die schnellste Runde, hat mittlerweile Rickard überholt. Das ist auch so ein Kandidat, der hier Rennen gewinnen kann. Zwei hat er schon. Hat weniger Sprit wie der Schweizer. Schweizer und Veco Meyer müssen früher rein. Also spricht für den Hartmann. Rickard und Lukas Bär. Heibrecht, der Prerat wird jetzt aber mal so richtig durchgereicht. Das ist diese Durchfahrtsstrategie. Hier sehen wir Lukas Bär außen vorbeigefahren und da kommt der Heibrecht. Das Lukas Bär-Manöver haben wir noch das Ende gesehen und fährt da vorbei. Ja, Joker, der Gerner mit dem vollen Tank, das kannst du auch vergessen, das Auto. Haben wir ja so oft schon gesehen, wie der Ferrari und der Williams. Und der Beißler blickt natürlich auch nicht, wenn der Tag. Oh, schon wieder gelb. Oh, schon. Joker, das wird ein geiler. Da wird Joker gezeigt. Der wird doch hoffentlich nichts mit dem Crash zu tun gehabt haben, oder?
Man weiß nie. Ich meine, da hat ein Rad gefehlt. Hoffentlich war das nicht so. Vor dir ist wer? Oh, das ist ein Crash! Und welchen Chefi hat er da aufs Korn genommen? Das dürfte Fuchsi gewesen sein. Es tut mir leid, das Fuchsi. Das ist Fuchsi, Joker. Am Helm erkannt. Auf Platz, es ging um Platz 11 und es ist eine ganz schöne Gruppe. Joker greift den Fuchsi an, hinten Jay gegen Kenny und oh, na Joker, das war sehr optimistisch. Wolltest du da Zuschauer-Action bieten? Ich glaube, das rechtfertigt mittlerweile die 100% nächste Saison, dass ich nicht mehr dabei bin und mein Sabbatjahr nehme. Hier nochmal von vorne oder von hinten haben wir es ja. Hier von hinten nochmal. Ui. Da warst du nicht mal dran, du warst dem voll aufs Rad gefahren. Oh je, und ich habe Funkspruch vom Fuchsi. An idiot crashed me out of the race! Ja, Fuchsi, this was a Williams. I think this was Joker. What? So ein Idiot! Ich erwischte noch in der Boxengasse! Ja, gibt's ja ein Streitgespräch bei euch. War da nicht schon wieder gelb oder? Nee, da war das Gelb war gerade aufgehoben. Es hat gerade geraut, aber da hat sich einer verbremst gehabt. Ja, Joker ist damit aber noch. Wo ist er denn eigentlich, der Joker? Er müsste noch im Rennen sein, auf jeden Fall. Aber er ist aus den Punkten gefallen, Joker. Da hast du dich jetzt um Punkte gebracht. 15. Dahinter dir ist dann noch Boris Livic. Oh, das war aber auch nicht ganz sauber. Ich glaube, da hatte der Jake was damit zu tun. Was machen denn die Williams-Fahrer heute? Die sind ja sehr. Es geht um Platz 11 zwischen Kenny und dem Jake. Was hat der Jake da mit dem Kenny? Der hat ihn in der Schikane mich gerade ausgeschickt. Also, es gibt Kurven, die ja ziemlich merkwürdig angebremst werden von einigen. Das ist die gleiche Kurve gewesen wie vorhin mit Bergmann und Freund. Bergmann. Ja. Jetzt sehen wir es hier noch aus der Kenny-Sicht. Und der Kenny, der ist ja eh schon, der Bergmann fährt wie ein Double vor ihm raus. Jetzt wird er da angeschoben. Also ich glaube, der kocht auch gleich unterm Helm. Wir wissen ja, wenn der Kenny mal, wenn es jetzt so läuft, gell, Joker? Ja, wir haben noch einen Funkspruch vom Joker zu dem Vorfall gerade eben mit Fuchsi. Oh Mann, ich bin so ein schlechter Fahrer und die Karre ist so scheiße, Mann. Joker, we talk after the race. Ja, da sollte da noch viel sagen. Und wir haben noch einen Funkspruch auch vom Kenny. Oh Mann! Sagt auch alles, ne? Während der Beißler jetzt vom Schmutz überholt wird. Oh, schon wieder gelb. Ich würde sagen, es hat irgendwo gecrasht. Oh, da steht einer. Es ist Schilberg Grün. Der hat einen Motorschaden! An die Saison kann der doch auch in Mülleimer werfen, der Grün. Motorschaden! Es ist letzte Kurve, da stehen die Kräne günstig. Oh Gott, guys, my engine! Schilberg, stop the car, sorry, mate. Mann, das ist doch nicht normal! So viele technische Effekte dieses Jahr! So eine Scheiße! Ärger verständlich, oder? Ja. Also der Grün, der hat sich mit mehr Punkte verabschieden wollen, der fährt nur noch die halbe Saison. Und schon wieder was kaputt am BAR vom Grün. Also ich glaube, auch das wäre keine Option für den Joker hinzuwechseln. BAR. Wenn er das hier sieht. Ich glaube, den Joker kriegt man in der Saison nimmer zum irgendwo hinwechseln. Nein, nach der Aktion gerade eben schon wieder, merkt man ja. Grün ist damit raus. Das ist dann, hatten wir schon Ausfall? Nee, müsste das der erste gewesen sein. Während wir hier Kenny. Nee, das ist Slivic gegen Joker. Grün jetzt abgeschleppt. Und der Slivic, der will ja noch Punkte mitnehmen. Aber auch sein Ziel, Weltmeister zu werden, kann man momentan, also mit der Ferrari-Gurke, auf jeden Fall vergessen. Da muss schon ein Wunder passieren, dass das auch noch Weltmeister ist. Williams im hinteren Mittelfeld. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, McLaren ist da, wo sie in echt auch so ziemlich stehen. Williams steht auch da, wo sie in echt stehen. Und Ferrari steht in echt besser da noch. Der Beißler hält die Schoße da auch so ein bisschen auf, obwohl so richtig kann sich keiner absetzen. Wir gucken mal, was da vorne Prerad
Bär Heibrecht mittlerweile am Bär vorbei. Haben wir nicht mehr gesehen. Klar, wir sehen ja nicht alles. Aber der Lukas Bär, der Sturchfahrer, der sagt sich auch, also ich habe da jetzt keinen Bock hier der noch zuzugucken. 30,7 bei 29. Das könnte interessant werden. Es geht momentan um Platz 5 sogar. Ja, der Bär muss die BMW-Punkte retten, Joker, weil der Bergmann, ich glaube, der hat keine Chance mehr heute. Durchfahrer und dann noch weit hinten, Joker, da sind die Reifen auch irgendwann kaputt, gell? Und dann ja, geht da sowieso nichts mehr. Dann ist Ende im Gelände. Gebe den zweiten Nuller für den Bergmann, wäre Stand jetzt die WM-Führung wieder für Andy Heibrecht. Der würde sie wieder übernehmen. Das nächste Rennen in 14 Tagen ist dann Spa-Francorchamps. Eine Strecke, mit der du eher was kannst, oder Spa-Francorchamps? Die Ardennen-Achterbahn, der Dürlemont. Das war übrigens dein letzter Podestplatz vor Monaco gewesen. Ich hatte nämlich da auch eine Wissenslücke gehabt in Monaco und habe gedacht, du warst nur dreimal auf dem Podest, aber warst du noch in der Saison da auch noch im Podest? Hier. Das war dein letztes Podest bis zu dem Podest in Monaco. Also vielleicht ein Glücksding für den Joker. Der Rickard erhält sich überraschend gut, muss ich sagen, auch. Aber der Heibrecht kommt ja jetzt schon bald. Und da vorne der Hartmann, der zieht jetzt weg. Der hat auch mehr Sprit als der Matze Schweizer. Naja, gut, 1,8 Liter, aber das ist schon eine Runde. Der Schweizer kommt auch nicht näher dran an der gute Hartmann. Also es könnte ja der dritte McLaren-Sieg in der Saison werden, diesmal vom Hartmann. Und meint der Hartmann, der braucht ja auch mal große Menge an Punkte, oder? Wenn man gesehen habe, wo der steht und was der erreichen möchte, dann ist das auch nicht ganz so passend. Und Veco Meyer, da muss man immer mit irgendwas rechnen. Ja, jetzt zieht sich ein bisschen auseinander. Wir zappen mal durch. Oh ja, Jay gegen Herbstritt. Ey, Williams, der überholen kann. Neunter Platz, brauchen wir nicht zeigen, weil wir das gut drauf hatten. Aber gibt es einen Konter vom Herbstritt? Der ist Durchfahrer, Jake, meines Wissens nach nicht. So, Herbstritt hat noch nicht genug. Wahnsinn, der Herbstritt. Aber gibt es jetzt gleich nochmal einen Konter? Auch das haben wir live drauf. Das kann man dann genau so ins Highlights wie. Da haben sie das Auto vom Grün gar nicht abgeschüttet, haben es einfach stehen lassen. Achtung, Jake. Da geht was. Und der Ferrari kommt auch näher. Das dürfte der Kenny sein. Wenn die beiden sich freuen. Eichert hält den letzten Punkt und wir schalten mal auf den Kenny. Weil Joker, du weißt, vorne passiert ja gar nichts. Oh! Schöne Bilder, die uns der Kenny liefert. Das ist schon mal was fürs Highlights-Video. Schön, wie uns der Kenny dieses Duell filmt. Und jetzt wird auch gleich der Kenny seinerseits den Herbstritt kassieren. Mal gucken, was wir da noch im Replay sehen von dem Duell. Da sehen wir nur noch das Ende hier. Und da nochmal Kenny. Also da hat der Herbstritt gut mitgefightet. Aber der Kenny war dann doch stärker. Der Herbstritt ja auch schon mit 2-3 Podestplätzen in seiner Karriere. Zuletzt in Japan, als er dem Heibrecht in der letzten Runde noch den dritten Platz abgenommen hat. Aber das, die Nummer ist auch nicht gegessen, Joker. Kenny jetzt ja, gegen Eberhofer. Also wenn man der kann sich nicht absetzen kann, der Williams, ich denke mal, der Ferrari, deutlich die bessere Power haben. Da kann der Herbstritt da. Nein, der kann doch nicht. Der ist durch, der Sturchfahrer. Dafür ist er aber gut dabei gewesen. Achtung, Kenny! Oh. An der Kurve hat Joker mal Angst, weil wir da heute schon zwei Vorfälle gesehen haben. Ging aber gut. Und weil das gut ging, gucken wir uns das nochmal an. Ist mittlerweile jetzt auf der 9, der Kenny. Der fährt nicht durch, soweit ich weiß. Also. Der schwenkt jetzt zur Kamera nach vorne. Ja, dieses Vidol S, da muss man immer so ein bisschen zittern. Wir haben noch 26 Runden, ja. Man kommt einem vor, das Rennen schon 3 Stunden läuft, aber so lange läuft es noch nicht. Aber jetzt ist der Herbstritt wieder dabei. In der Verlosung. Der mit volle Tank, Joker.
gut mitfährt, der Olli Habstritt. Ja. Joker wird auch gerne... Verbremser vom Kind. Joker wird auch gerne wieder da vorne mitfahren. Der fährt aber momentan da in dem Schlepptau, schließt jetzt auf Beißler und Czewicki. Da ist der... Achtung, was ist da passiert? Ich hatte das Gefühl, Rocky Bergmann wird da durchgereicht jetzt. Das ist hier. Ist das Rocky Bergmann? Ah ja, der wird hier nur überholt. Gucken wir uns mal an, was hier passiert. Bergmann gegen Le Gall. Weil wenn einer durchgereicht wird, hatte ich jetzt eher gedacht, da fällt jetzt einer aus. Na, der Le Gall, wenn man mal guckt, wie der Rickard das macht, da ist der Le Gall heute auch so ein Schatten seiner selbst. Und Joker schließt auf, weil da der Beißler vor ihm einen Fahrfehler macht. Da siehst du auch, der Beißler kann es nicht mit Joker. Auch der müsste ja vielleicht eigentlich aufhören mal. Aber der sitzt da noch ein besseres Auto. Gucken wir mal, was da war. Schweide Linie, ne? Aber er hat aber einen Crash vermieden. Ja, Glück, dass nicht auf das Raster. Ja, dann wäre es weg, vorbei gewesen. Und wir gucken jetzt mal. Gut gehalten, also noch das Auto. Ja, Joker filmt uns das jetzt mal, was da passiert. Weil da ist nochmal die Plätze. Du bist jetzt gerade aktuell 14. Da geht es um den letzten Punkteplatz. Den hält der Czewicki jetzt. Ah, Joker, die Performance. Die ist nicht so gut. Er kann nicht mit dem Holland mithalten. Während Kenny sich jetzt abgesetzt hat vom Jake. Und der jetzt mit dem Herbstritt zu Tour bekommt und demnächst auch mit Czewicki, Beißler und dem Joker wieder. Ich sag ja, der Williams, Ja, das ist... Beißler fährt durch, ja. Der tut sich schwer, mit volle Tanks haben wir in der Saison schon zweimal gesehen. Da ist der nicht so stark, da ist es... Achtung! Achtung, Joker gegen den Beißler! Jetzt haben sie das Auto vom grünen Hinterabsperrung gepackt. Joker kommt gegen den Michael Beißler. Vorne passiert ja erstmal nichts. Achtung! Ui! Ein Wunder, dass du, Joker, das mit mir machen kannst, so dass ich da noch nicht rübergezogen bin. Ich mit dir machen kann. Ui, Deichert! Ich hab, das Ding hat doch keinen Speed hinter. Guck dir das doch an, ey. Der Eichert! Wie die näher kommen hinter uns, ey. Oh, der Eichert, Mann. Der ist wirklich, also das war auch Granate, da habe ich jetzt auch einen Crash gesehen. Naja, Joker, erinnert dich, was wir schon für F1-Dinger gefahren sind auf dem Kanal? Ich sag mal die Pilot-Koop, die es bei mir zu sehen gibt. Ich glaube, zwei Rennen sind wir uns in Karre gescheppert immer, weil ich rüberzogen bin. Deswegen, der Beißler ist auch so kein Kind von Traurigkeit. Aber du hast recht, der Eichert, der versägt dich ja hier jetzt. Oi! Ja, da ist jetzt der Nächste dran. Das dürfte Valvo sein. Na, Joker, viel Spaß. Haben wir ein schönes Paket. Beißler, Joker, Eichert, Valvo. Aber es geht nicht um die Punkte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wird denn hier passieren? Oh! Oh! Eichert fährt dem Joker ins Auto rein. Das will ich aber nochmal sehen. Das war nicht so ganz astrein vom Herrn Eichert. Fährt dem Williams vom Joker in die Karre rein? Joker, gibt's da einen Funkspruch zu dem Thema? Das war immer so eine halbherzige Aktion, wenn schon richtig, ja. Mann. Ja. Dann fährt er noch vorbei. Eigentlich müsste man da die Position zurückgeben. In der echten Formel 1 müsste der Eichert jetzt die Position zurückgeben. Aber wenn ich mit meiner Pizza noch nebenbei beschäftigt wäre im Cockpit, dann hätte ich die Pizza geschmissen. So wie bei Super Mario. Ja, das ist auch schon dumm. Das ist dumm vom Eicher, das muss man nicht so machen. Wenn, dann schon richtig. Joker hat's gesagt. Richtig abschießen. Aber ich hätte ja auch zurückkommen können und hätte ihn wegfahren können. Von Valvo und vom Slivage. Aber du siehst doch vorhin an dem Manöver gegen Beißler, dass da der Williams hat, wenn er überholen will, nicht die Power denn in der Kurve denn da... Die Geschwindigkeit zu halten, das ist so. Der hat ja nicht mal die Power, um einen Chevrolet hinter sich zu halten. Und Slivic ist auch schon dabei. Also vorne brauchen wir uns im Moment noch nichts angucken. Oh, doch, müssen wir uns angucken. Es ist gelb. Es steht Daniel Schmutz.
Und der Joker wird die Frage, woher weiß er das? Ich kenne ja die Helme meiner Edition. Daniel Schmutz steht da. Und da hinten, Luca Le Gall. Joker, hatte er was damit zu tun? Crash. Nee, Schmutz macht selber. Aber er war gefährlich nah dran. Also man hätte auch davon ausgehen können, dass er es war. Er hat im Rückspiegel geguckt, oh Gott, das ist doch der Legal, der Terminator, der schießt mich doch ab. Ich mach's selber, ja. Ja, Daniel Schmutz. Ja, ich glaube, haben wir Action gehabt. Bleiben wir mal hier. Dass da aber auch bei den Vorderen nichts passiert, Joker. Es zeigt, dass das Rennen sehr Mittelfeld geprägt ist, weil vorne der Hartmann, der dübelt seine Runden da ab. Und die Action liegt im Mittelfeld heute. Deswegen, liebe Leute, zeigen wir heute nicht so viel von vorne. Es wurde ja immer gewünscht, auch mal mehr Mittelfeld. Das ist mal wieder so ein Rennen fürs Mittelfeld. Hier haben wir auch eine schöne Kamera, die haben wir in Monaco schon mal gesehen. Gucken wir uns mal an, wie der Joker da in der Rückansicht den Valvo hinter sich hat. Die Ex-Teamkollegen von Honda. Und du weißt ja, wie der Valvo auch überholen kann, oder Joker? Yeah. Es ist schon wieder ein ernüchternd, wenn er sieht, dass Valvo jetzt zum Überholen ansetzt und dann. So geht das, wie das Auto hinüber gleitet und dann einfach vorbeifährt und nicht wie der Williams dann, wenn er in der Kurve ist. Ich hoffe es nicht. Die Puste ausgeht. Wir gucken es uns an. Es wird im Jokers Herz brechen, aber die Fans wollen das Replay sehen. Da ist aber auch gar nichts von dem Auto, oder? Da ist aber auch nichts mehr. Kommt kein Bums von der Karre, oder? Das ist so. Da ist doch das Limit. Ja, der Bergmann würde ich auch bald schnappen und dann bist du schon fast letzter. Da überholen mich doch auch alle, die mit vollen Tank fahren. ist doch grenzwertig, die Karre. Heibrecht mittlerweile an Ricard vorbei. Haben wir nicht gesehen. Werden wir auch nicht mehr sehen. Aber Heibrecht wird aufschließen jetzt. Da vorne die ersten vier keine Durchfahrer. Ja, noch ein Funkspruch vom Joker. Oh Mann, ist das hier eine Elektrokarre oder was? Das geht ja überhaupt nichts. Also Formel E kommt für Joker auch nicht in Frage. Valvo gegen Joker, Round 2. Ja, für uns ist momentan tatsächlich das Mittelfeld interessanter, wie das jetzt vorne der Rickard mit schwerer Tank jetzt vom Heibrecht überholt worden ist. Das war abzuwarten. Da vorne wird es nichts passieren durch die Abstände. 10, 3 Sekunden Schweizer hinter, 7 der Weco. Ich glaube, da ist im Moment erst einmal die Boxenstopps. Wenn die losgehen, dann müssen wir schauen, wie sich das verändert. Dann springen nämlich Durchfahrer wieder dazwischen. Dann wird es nochmal spannend. Beißler hat hier jetzt sogar Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Aber der Joker, hast du gesehen, der war 5 km/h langsamer. Der Williams wieder Holland. Ui, gelb. Aber nicht wegen dir. Da steht nämlich ein Ferrari. Das ist Boris Livic. Das ist Boris Livic. Und er hat einen Bremsdefekt. Boris, stop the car, please. We see on the dash a brake failure. Stop the car, please. Stop the car, sofort. Meine Güte, Joker. Ja, der Ferrari, ne? Gibt's da was zu sagen zu dem Ferrari? Es ist ein scheiße Auto. Es ist ein reines, heißer Auto. In der Saison kannst du mit dem nicht einmal einen Blumentopf gewinnen. Also mich wundert, dass Ferrari nicht auch noch um den letzten Platz dort kämpft. Abwarten. Wenn die hier so weitermachen, dann ja. Slivic raus. Zweiter Ausfall. Ich möchte gern wissen, wie die Nummer hier mit dem Joker weiter. Jetzt ist der Bergmann der Nächste, der dich überholen kann, aber der ist noch Weile weit weg, Joker. Oh Meilenweit, das ist. Ja, da vorne passiert nichts. Der Hartmann diktiert den Deutschland Grand Prix. Also da ist langweilig jetzt mal nach vorne zu schalten, weil das Duell ist schon spannend. Da kann der Williams vom Joker gegen den Chefi und der Valvo hat ja Chefi kritisiert in den ersten zwei Rennen. Idiotenteam, Drecksschleuder. Oh, schon wieder gelb. Ja, ist doch mal was. Oh, da steht Herbstritt. Ich wollte eigentlich Pause und dann die Action cam, aber so funktioniert es natürlich auch.
Olli Herbstritt Joker war Durchfahrer und es sieht so aus, als hat er das Auto selber weggeworfen. Christian Freund mittlerweile schufte 7 wieder, der Monaco-Sieger. Da kann man sich... Naja! Ja, da war wohl einer beteiligt hier. Nico Cevicki. Der nächste Rambo. Cevicki ist nicht dafür bekannt, die Leute so wegzuschießen, aber hier hat auf er den Bremspunkt geht das. mal verpasst. Die überschätzen sich einige, habe ich das Gefühl. Ja, Cevicki hat die Kurve überschätzt. Oder unterschätzt. Ich würde es gerne nochmal, natürlich, von vorne. So richtig weggeflankt hat er ihn. Deswegen schauen wir uns von vorne an, wie er ihn von hinten wegflankt. Mann, tut das schon wieder scheiße, Alter. der musste jetzt so kommen, die Vorlage war günstig. Und oder weggrätscht, crack, bam, crack. Boom. Wie viel Spielesperre kriegt man für so eine Grätsche hier? Also das ist mal Blutgrätsche, 5 Spiele. 5 oh Rennsperre. Je, der Olli Herbstritt. Joker, ich glaube, der kommt da nicht mehr raus, der steckt im Kies. Das gibt der nächste Ausfall. Oliver Herbstritt und er hat einen Funkspruch natürlich. Mann! So ein Idiot! Krasch mich raus! Mann! Ja. Tja, Olli. Wir haben es auch gesehen. Und jetzt ist er raus. Tja. Es läuft halt doof. Aber wir sind mal wieder vorne. Hartmann vor Schweizer, Weko Meier. Die fahren alle so im gleichen Abstand wie bei Codemaster in der Perlekette. Heibrecht noch hinter. Dass da hier die zwei Durchfahrer dazwischen. Und dann der Christian Freund. Der muss an die Box. Und da hinten Kenny gegen Nathan Prerat. Mittlerweile schon um Platz 8 fahrende Kenny. Der macht noch das Beste jetzt aus dem Ferrari, oder? Was er halt kann, der Kenny. Ja, immerhin. 21 Runden, doch schon wieder 4 Ausfälle. Wenn es so weitergeht. Ja, kann man sich vielleicht für Williams freuen, noch wenn noch der ein oder andere Punkt dadurch wieder drin ist. Könnte noch einer drin sein oder zwei, ja. Weko Meier hat jetzt die beste Höchstspiel, guck dir mal an. Der Kenny. Fast 10 km langsam mit der McLaren. In dem einen Abschnitt. Ja. Diese Anzeige wird immer pro Abschnitt gemessen. So, Nathan Prerat, Joker. Ich würde sagen, der bleibt nicht mehr sehr lange auf der Position Nummer 8. Hier in dem Abschnitt war der Beißler jetzt schneller, aber geringfügig. Jetzt kommt wieder unsere Schikane. Da hinten ist der Jake, der ist schon in den Punkten. Also ein Williams ist schon in den Punkten. Jake. Aber schafft es der Joker auch? Der ballt sich nur mit Valvo. Da geht es ja um Punkte. Aber Kenny wird jetzt, glaube ich, kurzen Prozess machen und Nathan Prerat jetzt überhole. Bin mal gespannt, wann die erste Boxenstopps. Die dürften jetzt auch bald anstehen. 20 Runden noch im Deutschland Grand Prix am Nürburgring. In 14 Tagen dann Spa-Francorchamps. Freut sich der Joker auch drauf. Und der Prerat, der macht es gut. Gut verteidigt, sauber verteidigt gegen der Kenny. Danach Spa-Francorchamps kommt Silverstone und Jerez. Das sind die nächsten 3 Strecke. Und dann kommt schon Kanada, Montreal und... Was macht der Kenny? Schönes Manöver. Ja. So kann es auch gehen. Nicht so wie der Herr Cevicki gerade eben. Das war nicht so optimal. Aber der ist immerhin noch auf dem Punkteplatz. Beißler hält den letzten Punkt. Herr Joker, musst dich ranhalten. Der Beißler hält den letzten Punkt. Ist noch ein weiter Weg bis dahin. Aber der ist ja noch nicht mal am Valvo vorbei. Und das ist traurig, dass der Chevy schon mehr Leistung hat als der Honda-Motor. Gibt's da Boxenfunk? Gibt's da wieder einen Boxenfunk? Ich glaube, dass da wieder richtig Wut hochkocht, wenn er das sieht. Oh Mann, was ist denn das hier? Ich komme nicht an dem Valvoring vorbei. Warum nicht? Was ist da los? Mix Free Joker Maximum Power. Oh Mann! Verbremse mich gleich. Und da hat sich einer weggelötet. Ein Ford. Motorschaden bei Daniel Schmutz. Nummer 29 stand im Cockpit. Daniel Schmutz scheidet aus. Oh, der brennt ja regelrecht, der herrlich, Ford. Herrlich. Guys, Engine Failure. I stopped the car.
Okay, Daniel, sorry, mate. Ja, Schmutz hat auch ein Pech an sich, du. Da hat er in Ungarn so einen tolle zweite Platz geholt, gell? Und jetzt die letzte Rennen, nimm es so. Also auch Ford, die starten immer gut in so eine Saison rein. Und dann, aber dann kriegen sie es nicht hin. Und wir wollen uns aber anschauen, Joker, so erschrocken von dem höheren Motormodus, dass er die Schikane nicht trifft. Was? Aber du warst ja schon an Valvo vorbei, das ist okay. Ja, Joker, es muss jetzt noch zwei Plätze aufholen, um einen Punkt zu bekommen. Aber ich glaube, der Valvo hat da noch was dagegen, dass du dort in die Punktenähe fährst. Ja. Du hast ja den Chefi um Punkte gebracht mit dem Fuchsi. Ist das Gelb eigentlich immer noch wegen Schmutz hier? Ah, die Actioncam ist ja auch immer genial. Wie schön die da stehen. Ich glaube, das Gelb ist immer noch wegen Schmutz. Ja. So geht das. Wir würden es gerne noch mal sehen, weil wir leider zu früh wegschalten. Das Gelb ist immer noch wegen Schmutz, hören wir. Joker ist ernüchtert. So geht das. Der fährt da locker vorbei. Ein Chevrolet. Ja, die gleiche Szene wie vorhin mit Beißler, nur dass ich bei der Rechts-Links-Kombination da nicht vorbeigekommen bin. Und Valvo macht das besser. Aber die Nummer ist noch nicht gegessen. Das ist das. Das nee, ist aber das, er schafft er nicht. Er schafft es nicht. Spannendste Duell hier in dem gesamten Grand Prix momentan. Valvo gegen Joker. Und es geht hier um Platz 14. Aber hier hast du gerade wieder Juti sehen, wie er wirklich in der Kurve stehen bleibt, der Williams, der einfach keine Power hat. Da hinten hat, kämpft weit. Jetzt auch der Le Gall gegen der Bergmann. Ja, die kommen auch näher. Mal mitspielen. Juhu, ja, und da hat Valvo bestimmt keine Lust drauf, wenn der Le Gall mitspielen will. Oh. Ich glaube, da hat Valvo auch ein bisschen Linie aufmachen müssen. Na, Joker, jetzt muss auch der Williams mal durchziehen, oder? Kann er das? Du hast einen höheren Motormodus gekriegt, wenn das auch viel was aussagt. Rickard in der Box. Rickard was bringt das, wenn der Trabi noch schneller wäre? Der Rickard in der Box. Boxenstopp. Veco Meyer eröffnet die Boxenstopps. Nein, Rickard war Durchfahrer. Deswegen irritiert mich das jetzt hier. Oder hat was kaputt? Ja, Elektroproblem und Reifenpanne. Gleich beides gleichzeitig. Das ist natürlich dumm gelaufen. Alex Rickard. Alex Rickard muss in die Box. Das ist natürlich ein Vorteil vielleicht auch, oder? Weil er jetzt nicht mehr Durchfahrer ist und hat frischere Reifen und kriegt genug getankt. Rickard, der könnte noch mal vorne mitspielen. Es könnte gute Punkte für Renault sein. Veco Meyer geht gleich in die Box. Wir bleiben aber so lange noch, was der Joker macht. Und da hinten Bergmann gegen Le Gall. Da will doch der Rocky Bergmann auch noch mitspielen. Oh, da kommt der Rickard vor euch raus. Und der Rickard hat frischere Reifen auf der 13. Der spielt jetzt auch noch mit. Da kommen die in die Box. Veco Meyer. Okay, Veco, Boxenschlepp. Weil dem trauen man Undercut zu. Die Regie möchte, dass wir jetzt nach vorne die Boxenstopps mitnehmen. Ja, dann natürlich wieder hinschaut. Der Rickard mischt die Nummer jetzt da vorne noch auf, Joker. Aber mit frischerer Reife versucht er wegzuziehen. Veco Meyer, der Stopp bei McLaren. Es geht heute um einen Podestplatz auf jeden Fall. Und vielleicht auch an die WM anzuschließen. Die Durchfahrer Heibrecht erstmal vorbei. Gott, wenn der Rickard wegfällt, hat der Veco Meyer ja einen meileweite Vorsprung auf den Lukas Bär. Na, jetzt ist der Lukas Bär vorbei. Wo kommt er wieder raus, Veco? Auf der 7. Bär vor ihm. Kenny ist kein Durchfahrer. Freund geht an die Box. Schweizer geht an die Box. Joker, wir nehmen jetzt die Boxenstops mit. Oh yeah. Matze Schweizer. Okay, Matze, Boxenschlepp. We have a good chance. We're making an undercut, Matze.
Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, weil der Hartmann kann eine 2 Runden länger fahren. Er wird eher Kämpfe gegen den Mann hier, Heibrecht, und gegen Veco Meyer. Aber ein Podest ist tatsächlich heute wieder drin für Gerner. Auch in der Vorsaison waren es die Rennen 7, 8, die Podestplätze gebracht haben für Gerner. Damals der Kenny, sowohl in Manicur als auch hier in am Nürburgring, da war er im Vorsaison Dritter, der Kenny, im Gerner. Auch in Pedicure. Pedigree, ja, das leckere Hundefutter. Eigentlich auf Pediküre man gemünzt. Na, ich mache immer noch einen Gag draus. Er tankt nochmal auf der Matze. Er wird... Müsste hinter Heibrecht zurückfallen. Oder hat er so einen Mordsvorsprung vor dem Heibrecht gehabt? Prerad raus! Nathan Prerad raus. Schade. Oh, oh! Da kommt jemand. Passiert. Da kommt doch noch jemand dahinter in der Schikane. Oh, du Scheiße. Da ist doch was Größeres passiert. Und ich würde sagen, der Lukas Beer hat sich gedreht und der Prerad hat ihn nicht gesehen. Oh mein Gott. Wir gucken es uns nochmal an, denn wir haben jetzt Nathan Prerad. Hier steht Lukas Beer. Da kommt der Jay gerade noch so vorbei. Und der Prerad nicht. My God, the BMW stands middle of the track. Okay, Nathan. Stoff gelaufen für den Prerad, muss man echt sagen. Aber da steht der Lukas auch ein bisschen doof da, oder? Das wollen wir sehen. Na, der hat jetzt einen Vorteil, wenn er jetzt zurückkommt, kann er dann auch seine Durchfahrerzeit beenden, weil kriegt er frische Reifen. Aber Nathan Prerad ist raus. Es wird ihn nur nichts mehr bringen, so weit hinten wie er ist. Und Matze Schweizer wird da im letzten Augenblick vom Kenny kassiert. Und Kenny kann... Ah, das wird jetzt spannend. Heibrecht geht noch nicht an die Box. Hartmann geht an die Box. Heibrecht noch nicht. Kenny gegen Schweizer. Aber der Kenny muss auch in die Box. Kann der da auch noch mitmischen? Im Vorjahr war es das Duell um den Sieg. Kenny im Gerner, Schweizer im Ferrari, Joker im Williams. Und jetzt ist der Matze vorbei, war abzusehen, oder? Und da ist immer noch Dauergelb. Da ist der Hartmann. Oder ist das immer noch wegen Lukas Beer? Den haben sie aus der Schikane geholt jetzt. Das dauert immer mit dem Gelb. Wollen die Kamera wieder einstellen? Matze jetzt auf der 3. Und Hartmann... Da geht's drum, der hätte noch eine Runde fahren können, sogar Joker. Box hat ihn reingeholt. Der kämpft um den Sieg heute, Linus Hartmann. Da muss jetzt aber der Stopp richtig laufen. Denn auch der Heibrecht und auch Matze Schweizer hätten noch eine Chance auf den Sieg. Aber ich glaube eher, wenn der Stopp funktioniert, Joker, dann wird Linus Hartmann hier um den Sieg fahren. Lukas Beer wird nicht vorbeifahren als Durchfahrer. Der hat sich ja vorhin gerade selbst eliminiert. Standzeiten 9,7. Hartmann kommt. Na, da kommt Kenny. Hartmann kommt als erster wieder raus, Joker. Nein, als zweiter. Heibrecht führt natürlich. Aber vor Kenny und Schweizer, also Joker, unter normalen Umständen sieht es nach einem McLaren-Sieg von Linus Hartmann aus. Der hier sein insgesamt 8. Formel-1-Rennen dann gewinnt. Das erste in dieser Saison, der letzte Sieg vom Hartmann war in der Vorsaison, Manicur. Ist auch schon ewig her. Heibrecht in die Box, Jake hier, Joker in der Box. Nehmen wir natürlich mit, klar. Joker, wo ist meine Pizza? Wo ist meine Pizza? 10 Sekunden hat der Stopp vom Joker gedauert. Zu lange. Da kommt ja schon der Heibrecht. Damit Joker 15. Und wir können fliegende Wechsel machen, denn nach dem Joker kommt gleich der Heibrecht rein. Der hat heute gute Chance, die WM-Führung zu übernehmen, weil Bergmann ist ziemlich weit hinten. Und Durchfahrer noch. Aber wenn noch ein paar ausfallen, dann... An der Bergmann, ja, aber der Joker muss auch auf Ausfälle hoffen.
immer schön, was ich auch schon gelobt bekommen habe, hier wurden noch so Scheibe-Animationen gemacht. Es gibt ja kein Formel-1-Spiel mehr heute. Das hat da noch Liebe zum Detail. Na, gibt es aber denn noch überhaupt noch die Scheibe überhaupt noch abgewischt wird? Glaube ich gar nicht mehr, oder? Denn die haben doch ihre Visiere da und dann Kenny, ja, reißen sich die weg. Runter. Mhm. So, Kenny kommt in die Box. Auch ihn nehmen wir natürlich mit. Die haben alle eine sehr lange Standzeit hier. Na klar, sind jetzt noch 14 Runden. Da kommt noch schon wieder ein McLaren rein. Ne, das ist die Crew von Volvo. Aber ja, Kenny, wollen wir doch Volvo-Stopp auch noch mitnehmen. Ja, ich glaube, dass die das heute wirklich nicht mehr machen. Hast recht, die haben nur noch diese getönte Visierenreise, die ab und schmeißen, die dem Streckevorstand den Kopf. Valvo 10,6, das ist auch sehr, sehr lang. Nichts lang genug. Ja, mal gucken, Valvo Joker, das war ja das Duell vorhin. Da wurde ja noch geraucht von der Boxencrew damals. Und ja, das Joker waren noch die smoothen Boxenstopps. Valvo hat gegen Joker verloren nach den Stopps. Ja, damals in den 80ern, habe ich dir doch mal erzählt, da haben die sogar Boxenstopps gemacht im Teamhemd nur. Ja. Le Gall und Bergmann, Durchfahrer, sind nach vorne. Wir haben wieder gelb. Ben hat's erwischt. Ein Chefi steht draußen. Das ist doch nicht etwa Valvorik, oder? Das ist Valvorik. Was ist mit ihm passiert? Joker, es ist Valvorik. Ui! Noch kein Grip auf den neuen Reifen und dann eine Karussellfahrt umsonst. Eingebaut. Genau die Kurve, wo ich... Wir wollen mal sehen, was hier passiert. Weißler vorhin sich noch gerade so halten konnte. Je. Und es ist dann das erste Rennen seit Malaysia oder seit Japan, wo kein Chefi mehr Punkte holt. Ja, da steckt er drin. Jetzt hat er sich eingegraben. Das ist Fuxi auch schon raus. Ah ja, stimmt, den hast du ja vorhin getroffen. Das ist Doppel aus Chevrolet. Das ist das erste Mal seit Japan, dass es keine Punkte in einem Rennen für Chevrolet gibt. Seit Malaysia immer Top 5, ein Chevrolet. Das ist heute, ja, vergiss es, Joker, der gräbt sich ein, oder? Schafft das noch? Ja, dauert zu lange. Ich glaube, der Streckenposten, der signalisiert schon, stell das Auto ab. Aber wir kennen Valvo, der will das nicht. Ja, komm, Joker, das kann es aufgeben. Aber nicht, dass er auch gleich den Streckenposten angeht, wenn der ihn abschleppt. Das war's. Der wird schon überrundet. Das war's. Valvo ist raus. Und er winkt schon. Hilft mir. Wie einst mal der Schumacher in der Dunlop-Kehre. Winkt mir. Hier, hilft mir. Winkt mir. Ich bin der Wingman. Winkt mir. Juhu, was das? Mir ist noch nicht klar, was da mit Valvo ist. Der Weg ist noch viel zu weit mit dem Tempo. Tja, die Sache ist nicht, dass jetzt noch woanders gelb ist. Das bringt ja dann alles durcheinander. Also die Actioncam kann nur Valvo zeigen momentan. Da kommt der Hartmann, überrundet ihn schon. Wenn ich das richtig sehe, ist Joker damit letzter. Joker. Oh, das ist schon... Nee, Joker ist letzter. Wenn Valvo ausscheidet. Ja, das ist schon noch 14 Autos im Rennen, nur noch dann. Ja. Valvo raus, Joker letzter. Und es bestärkt Joker in seinem Plan, dass er hier, glaube ich, eine Formel 1 Pause braucht, oder? Vor allem denke ich mal, dass jetzt wird noch einer in den letzten Runden ausfallen, wenn ich sogar meiner einer. Und dann kommt 13 hier und irgendeiner. Du willst, kriegt Point. Ja, Rickard kriegt jetzt erstmal mehr Punkte gegen der Beißler, der ist Durchfahrer. Der Beißler hat 11,5 bei noch, ja, das wird sich nicht ausgehen, der wird nochmal in die Box müssen. Und der Rickard, der hat Glück gehabt, dass er da dieses Problem hatte, weil jetzt hat er frische Reifen und schau mal, der stellt den Renault weit vorne. Der kann heute satt absahne für Renault die Punkte. Und dann ist natürlich im Kampf um die Plätze da hinten für Williams schlecht, wenn Renault wieder wegzieht. Und der Beißler jetzt auch gleich Besuch vom Christian Freund bekommt, der heute kein Grand Prix gewinnen wird. Da sind wir uns schon mal einig.
Jetzt ist ja auch die alte Reihenfolge wiederhergestellt. Es führt Linus Hartmann vor Matze Schweizer, Veco Meyer, dann der Heibrecht, dann Rickard, Beißler gegen Freund. Da wird sich jetzt auch gleich ändern. Und dann noch der Kenny, der war an der Box. Beißler wehrt sich natürlich mit allem, was er hat. Dann haben wir den Kenny, Eichert, Eberhofer, der noch wenigstens Williams-Punkte holt. Und Rocky Bergmann, schau mal, was jetzt aus. Er ist schon auf dem 12. Platz, aber der Sprit wird nicht reichen beim Bergmann. Kann man vom Le Gall auch nicht sagen. Kann man vom Le Gall auch nicht sagen, dass das reicht. Auch hier wieder Joker enttäuscht. Kein Crash. Na, aber Luca, geht aber besser. War aber nah dran. Aber er ist momentan Durchfahrer. Er wird dann wohl auch keine Punkte holen. Jake gegen Eichert. Der Vorsaison hier in der Kurve hat der Gabsch den Jake da abgeräumt. Achtung, da schalten wir mal um und da sehen wir hier das Duell zwischen Beißler und Freund. Joker, was geht da für den Herrn Beißler noch? Geht da überhaupt noch was? Durchfahrer oder nicht Durchfahrer? Durchfahrer. Und der Sprit wird auch nicht reichen. Er wird wohl einen Tankstopp einlegen müssen, so ein Splash and Dash, so einen kurzen. Aber ist da noch was mit Punkte drin? Bei mir noch so wenig im Rennen, auf jeden Fall. 14 sind noch im Rennen. Beißler versucht ja alles. Also da hat er schon Rennen gehabt, da hat er sich schlechter angestellt mit vollem Tank. Ah, jetzt zieht sich langsam auseinander nach den Stops. Schöne Duelle, die wir vorher hatten mit Valvo gegen Joker. Die scheinen jetzt so, man hat das Gefühl, ja, da vorne der Hartmann, der hat es im Griff. Ja, der Matze Schweizer, der kommt da nicht näher dran. Der Veco, ja, der fährt gegen sein Ex-Team. In dem Gerner saß er nämlich in der Vorsaison noch. Der Heibrecht, ja, der nimmt die WM-Führung. Der nimmt 18 Punkte mit. Hat ja einen Rückstand gehabt von 5. Das heißt, er hat jetzt einen Vorsprung, wenn ich nicht zu blöd bin zum Rechnen, von 13 Punkte nach dem Rennen. Aber wir wissen ja nicht, ob Bergmann noch einen oder anderen Punkt mitnimmt. Aber Joker wird es freuen. Und er hat ja gesagt, der steht ja auf der Seite vom Heibrecht. Er wird es ihm gönnen, als Rookie gleich hier einzusteigen und Weltmeister zu werden. Der Beißler wird vom Nächsten aufgefressen. Der Kenny ist vorbei. Ja. Der volle Holland, der hat halt auch nicht die Power. Weil der ist halt voll. Und das nicht mit Alkohol. Kenny will zeigen, dass er hier am richtigen Auto sitzt. Er will dem Ansgar von Lahnstein beweisen, dass man auch ihm ein bisschen mehr Respekt und Achtung schenken sollte. Ja, der hat auch in Monaco mit der Durchfahrtsstrategie gutes Rennen abgeliefert. Der Freund ist sogar noch machbar, also ein 6. Platz ist für den Kenny durchaus noch im Bereich des Möglichen. Ich denke, da vorne die erste 4. Es könnte vielleicht nochmal zwischen Veco Meyer und Schweizer am Hinter heraus nochmal spannend werden. Aber wir haben wieder gelb. Rocky Bergmann, damit ist das Thema mit den Punkten erledigt. Sieht auch aus, als hat er selber hingebracht, der Bergmann. Er war 13. und wollte Le Gall angreifen. Der Weltmeister kriegt Nervenflattern. Was macht er da? Er crasht mit Luca Le Gall zusammen. Ich frage mich allerdings nur, wer hat da was gemacht? Für mich sah es so aus, als Bergmann da voll reingezogen hat. Achtung. Naja, der Bergmann hat es versucht, der Le Gall hat nicht nachgegeben. Das ist ein Rennunfall. Ja, sehe ich auch so. Der Joker wird's freuen, denn da ist jetzt wieder dran an der Punkte. Wir gucken uns mal die Sicht vom Le Gall an. Das hätte er auch böse enden können. So wie der Bergmann da. Das ist jetzt noch einmal von vorne vom Luca Le Gall. Also aus der Le Gall-Sicht ist auch eindeutig ein Rennunfall. Der Bergmann ist da rangekommen, hat gedacht, ja, jetzt
Ich schaff's noch vor der Schikane rechtzeitig zu bremsen und hat's nicht geschafft. Sie kollidieren Rad an Rad und der Double ist dann der Bergmann. Ja, ich habe das genau gesehen, das war der tote Winkel. Ja, da konnte der Legal, er hat gedacht, er ist halt da jetzt alleine in der Kurve, im toten Winkel, da kam er angeschossen, der Bergmann und dann... Herzlichen Glückwunsch, Joker, der Rocky Bergmann ist letzter. Und damit läuft die WM jetzt für der Heiprecht, weil jetzt der Bergmann ein zweites punktloses Rennen hat. Der Heiprecht gerade aktuell Vierter ist. Also sieht alles. Es wären, wie gesagt, dann die 13 Punkte Vorsprung. Und das ist ja auch schon nicht wenig. Ich meine, es ist ein hartes Punktesystem hier. Trotzdem 13 Punkte. Da kann der Heiprecht sich schon mal wieder ein bisschen entspannteres Rennen auch mal als Fünfter, Sechster gönnen. Ja, und Joker, der will es jetzt wissen. Ja, der will jetzt hier zeigen, dass auch... Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der Legal? Hier sieht man die Prozessorauslastung, ist doch schön, gell? Haben wir das auch mal gesehen. Ja, hier versehentlich auf die Taste O gekommen, kann aber passieren. O wie Otto. Geht der Williams mal vorbei, unfassbar. An einem Renault. Aber Legal ist Durchfahrer und der wurde übrigens gerade angewiesen, Sprit zu sparen, Joker. Ja, das leidige Thema, ne? Und damit ist... Joker jetzt auf einen Punkteplatz. Das wäre ein WM-Punkt. Und du warst ja schon in der Box. Also, wenn du jetzt nicht unnötige Fehler machst, dann kannst du ja noch einen Punkt mitnehmen. Aus dem Deutschlandrennen. Vielleicht fällt dir auch noch einer aus. Wenn es jetzt nicht gerade du bist. Und hinter dir wird es nichts nützen. Na, aber Bergmann und Legal, die kriegen nichts heute. Ja, der Rocky hat es auch quasi selber verbockt. Das war auch schon dämlich jetzt vorhin vom Rocky. Muss man auch schon mal ehrlich zugeben. Eichert und der Cevicki sind noch zweit weg für den Joker. Vielleicht hat der Eichert noch Angst bekommen vor dir. Jake auf der 9. Beißler muss noch in die Box. Kenny Strand an Freund. Rickard, Heibrecht, Weko. Naja, guck mal, Weko Meier und Gefährlich mit dem Schweizer. Die fahren schon seit Runde lang demselben Abstand hintereinander her. Also ich glaube nicht, dass der Weko Meier ernsthafte Chance hat, den Schweizer anzugreifen. Wäre der zweite Platz in Folge für Schweizer und Gerner. Also vielleicht können die doch eine Renne gewinnen noch in diesem Jahr. Und wenn, dann wird es eher der Schweizer wohl schaffen. Aber Hartmann, der dominiert es. So wie einst auch mal der Häkkinen in den McLaren, oder? Wenn der mal geführt hätte. Ist ja quasi das... Der McLaren von 2000 als Skin, der hier drin ist. Mhm. Mit der schönen Westwerbung noch. Ah, die Vodafone McLarens haben mir auch gefallen, aber der passt halt gut zu der Edition. Spiel ist ja auch von 2000. Ja, da passiert nichts. Da brauchen wir vorne uns das auch nicht angucken hier. Ja, ja, die dödeln wie in der Perlenkette rum. Gibt's denn da was Spannendes? Ja, vielleicht Kenny gegen Freund. Oder kommt der Joker noch an der Eicher dran? Ja, jetzt zieht sich's halt auseinander, sieben vor Schluss. Schau mal, das halbe Feld schon raus. Wie viele von denen sind jetzt noch Durchfahrer? Durchfahrer ist eigentlich noch der Beißler. Und das war's. Ich glaube nur noch der Beißler, Legal und Bergmann. Beißler wird wohl noch rausfallen. Weil der noch einen Stopp einlegen muss. 6,2. Mhm. Ich denke, der kommt nicht durch. Da kommt ja auch schon bald der Jake. Also Beißler fällt raus. Könnte der Joker noch einen Punkt mitnehmen? Mehr? Ja, da vorne passiert jetzt nichts mehr. Bleiben wir mal bei Kenny gegen Freund. Der Freund, was sagst du, Christian Freund? Wie ist der so als Fahrer? Was trauscht dem noch in der Zukunft zu? Er hat jetzt ein Rennen schon gewonnen. Also der weiß jetzt auch, wie es geht. Ein Pol hat er auch schon. Ist das ein Fahrer, dem du auch mal eine Weltmeisterschaft hier zutrauen könntest? In einem Porsche. Also wenn er sich nicht zu sehr freut, so wie vorhin mit seiner Harakiri-Aktion da. Sicher. Weil wir hätten hier mehrere Fahrer, die man sagen kann, die könnte Weltmeister werden. Ein Linus Hartmann könnte es. Ein Weko Meier könnte es. Ein Kenny könnte es auch. Aber die sitzen nicht alle im besten Auto. Das ist das Problem. Der Porsche ist ja auch noch nicht das beste Auto. Aber auf dem Weg dorthin.
Bei Gerner weiß man halt nicht so recht. Ne? Die sind mal eine Renne gut, dann sind sie mal wieder drei schlecht. Es ist halt schwer zu sagen, welches hier jetzt das kompletteste Auto ist. Also von der Konstrukteurstabelle würde man sagen BMW und Holland. Aber BMW hat heute richtig Punkte verloren. Das heißt, Holland könnte vielleicht sogar unter Umständen die Konstrukteursführung übernehmen. Weil der Heibrecht 18 holt, Beisler wissen wir noch nicht. Rückstand war 15, also würde Holland-Nissan sogar nach dem Deutschland-Grand Prix, würde Holland-Nissan in Deutschland die WM-Führung übernehmen. Ist doch mal, Holland übernimmt in Deutschland eine WM-Führung. Super toll, oder? Oh yeah. Also auch mal wieder zeigen müsste, wer die Kamera. Ich fände, dass es cool wäre, wenn man sich so Shotkeys programmieren könnte, mit erst mal 100 Kameras tun. Nein, nein. Nein. Da hat es, du hast es auch gesehen, das Spiel kurz gehängt. Ja. Ich hoffe, das klappt alles. Was? Hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Ja, ich hoffe, das klappt alles. War gerade Joker auf der 11 oder habe ich das falsch gesehen? Wir können da gleich mal gucken. Also ich bitte das zu entschuldigen, das lag jetzt an der Emulation, die wohl gestockt hat. Ja, Joker ist auf der 11. Aber wir werden das Duell wahrscheinlich nicht mehr reinbekommen. Ne, das ist schon passiert. Joker hat der Eichert geschnappt. Aber ich glaube, den... Wer ist denn jetzt da noch vor dir? Da ist der Beißler da noch vor dir. Na, Czewicki. Der ist kein Durchfahrer, der Czewicki. Ach, wurde überrascht, dass der Speed jetzt auf einmal für den 11. Platz hier noch reicht. Na, Beißler müssen wir jetzt noch abwarten, wann der in die Box geht. Dann wäre aber die WM-Führung definitiv beim Heibrecht, bei den Fahrern. Und Holland-Nissan würde die Konstrukteursführung übernehmen. Ja, BMW hat beim Heimrennen auch noch eine richtige Klatsche bekommen. Da wird man in 14 Tagen in Spa-Francorchamps zurückschlagen müssen. Das hat in der Vorsaison der Bergmann gewonnen. Da noch im Sauber-BMW. Also, nochmal, der Czewicki wird jetzt auch gleich einen Beißler durchreichen. Dann ist das der nächste Gegner. Aber der wird doch in die Box abbiegen. Dann ist sogar Platz 10 möglich für den Joker. Von Startplatz 15 wäre das eigentlich ein ordentliches Ergebnis. Der Joker hat alles gegeben in dem Rennen. Schöne Duelle gehabt. Wir haben jetzt gleich noch 4 Runden zu absolvieren. Ja, Joker hat noch ein bisschen und der Eichert. Ja, die zwei kannst du abschreiben. Die sind schon weit weg. Ui, guck mal, wie weit weg der Hartmann ist. Vom dritten Saisonsieg von McLaren, dem ersten Saisonsieg von Linus Hartmann. Und dem insgesamt 8. seiner Grand Prix-Karriere. Er hat damit gleichgezogen mit Kenny. Der hat auch bisher nur 8 Rennen gewonnen. Dann käme Valvorik mit 9 und dann kommen schon Beißler und Bergmann mit 11. Der Joker wird sich denken, woher weiß der die ganze Statistik schon wieder? Ja. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte tausende Zettel, wenn vor mir zu liegen. Und ich habe sie einfach im Kopf. Das ist. Ob der Kenny noch ein Rennen gewinnen wird, Joker, er wird sich's wünschen, der Joker, oder? Für den Kenny auch. Aber was das Ferrari so hergibt, ist eine andere Frage. Ich glaube, er, der Freund, der kriegt jetzt hier gleich Probleme. Ich glaube, auf Start und Ziel war ja gerade der Hänger, gell, gewesen. Ja, ich glaube, Start und Ziel ist so ein bisschen anfällig. Zepp mal lieber durch, wo gerade kein Start und Ziel ist. Hier, Hartmann. Nur der Veco Meyer macht auch noch das, was er muss hier. Der nimmt einfach die Punkte mit. Arbeitet sich dann weiter an den Freund heran. Schweizer wird sich in der WM auch Richtung Fuxi, also Richtung Top 10 vorarbeiten. Und Gerner arbeitet sich dann an Ford vorbei. Wäre dann nur noch Drittletzter. Und Joker denkt sich, jetzt muss ich vielleicht doch zu Gerner wechseln. Aber nein, Joker will keine Formel 1 fahren nächstes Jahr. Und auch sonst nichts. Außer eine Race 07 WM. So sieht es aus. Auch bald kommen, diesen Kanal. Kann man ja schon mal ankündigen, oder? Sag ja nicht wann, weil das wissen wir ja nicht. Aber bald. Aber bald. Dün, dün. So, wir haben gleich noch 2 Runden. Und Kenny wird wahrscheinlich noch einen Platz gewinnen können.
will auch wissen, was der Beißler macht. Der geht jetzt in die Box. Okay, Michael, Box der Schlepp, Box der Schlepp. Vernünftig, oder Joker? Mit der wenigstens noch ein, zwei Punkte mit. Und gelb. Es ist gelb. Das ist doch hoffentlich nicht der Beißler. Nein, es ist Joker! Mit einem Reifenschaden vorne links. Ja, Joker, das ist verflucht, oder? Ja. Da bricht's Rad weg von der Aufhängung. Joker, was ist dein Funkspruch dazu? Du warst auf der 11, du warst schon dran, dann Platz 10 zu bekommen und dann ein Radverlust vorne rechts. Joker, was gibt's dazu zu sagen? Unfassbar, unfassbar. So bad. Unbelievable. Dann kriegt Luca Le Gall den letzten Punkt. Aber die müssen auch noch an die Box. Da kriegt wahrscheinlich sogar Bergmann noch einer. Es ist nicht zu glauben, vorletzte Runde. Und Joker, da wird er abgeschleppt, hat das Lenkrad in den Sitz reingeschmissen und die Handschuhe auf die Strecke geworfen. Mitten auf der Strecke liegen die Handschuhe. Oh, ist der wieder sauer. Und was macht der Joker? Tritt er noch gegen das Seidekasten? Nein, das lässt er dann. Aber er ruppt sich den wie heißt das komische Nackenschutzding da? Das Hans. Der Hans, er reißt sich den Hans vom Rücken und haut das in das Cockpit rein. Wahnsinn. Der ist stinkig. Beißler geht in die Box. Der kann dann hier noch einen Punkt mitnehmen. Und jetzt sehen wir noch eine Slapstick-Einlage. Unfassbar. Ja, der Joker, er haut seinen Helm auf den Boden, versucht gegenzutreten. Und ja, dann prallt das direkt an der Bande ab und trifft ihn am Kopf. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Eichert, er hätte wohl doch besser Fußballer. Doch Durchfahrer. Okay. Luca Le Gall muss noch in die Box. Mit Beißler wieder auf der 10 zurück. Aber direkt hinterm Hartmann rausgekommen. Ja, da ist der Beißler überrundet, aber kriegt den Punkt. Und Joker, es ist nicht zu fassen, ne? Und der Double, der danach keinen Punkt kriegt, wird Rocky Bergmann sein. Ja, und was habe ich gesagt? Ich bin derjenige, der ausscheiden wird in den letzten Runden. Und Rocky, und was macht der Beißler? Oh, Beißler, du könntest doch noch eine Runde sparen. Oh, er hat noch Lust, schön zu fahren. Linus Hartmann führt und der hat es souverän gemacht, oder Joker? Also im Hartmann gibt es keine Kritik, oder? Nee. Sauberes Rennen von McLaren und von Hartmann. Es wird der Beißler schießt jetzt ab. Dann gewinnt... Ja, oh, das wäre brisant, weil dann gewinnt sein Kumpel Matze Schweizer, Joker. Das wäre dann natürlich brisant. Oh! Ne? Das wäre eine brisante Nummer, wenn jetzt hier der Beißler das machen würde. Dann gewinnt der Schweizer. Obwohl ich weiß gar nicht, ob der Beißler gerade weiß, wo der Schweizer steht. Aber wir wissen, dass jetzt nichts mehr passieren wird. Linus Hartmann und McLaren Mercedes. Andreas Müller jubelt an der Boxenwand. Sieg für Linus Hartmann. Es ist der 8. seiner Karriere. Und Matze Schweizer auf der 2. Joe Gerner ist zufrieden. 3. Veco Meyer, 4. Heibrecht. Eichert wird als 12. gewertet. Bergmann, der einzigste Fahrer ohne Punkte, so wie es der Joker zur Rennmitte vorausgesagt hätte. Als ob du es gewusst hast, ne, dass es so kommen wird. Nein, Bergmann, in den letzten der Loser. 10 Runden. Der Bergmann, der Loser ohne Punkte. Na, Rickard 5, stark vom jungen Mann. Was passiert hier? Freund kann den Kenny hinter sich halten. Freund 6, Kenny 7. Jake Eberhofer 8 und wer ist da jetzt nochmal rausgekachelt? Das ist Luca Le Gall. Das ist Luca Le Gall. Der ist an der Box vorbeigefahren. Luca Le Gall fährt an der Box vorbei, Joker, und damit verliert er die Punkte. Sorry guys, I'm so a vollidiot. Hab euch die Boxengasse verpasst. Mann, so ein Arsch bin ich. Ja. So ein Arsch mit Ohren. Jake 8, Cevicki 9, Beißler. Am Ende wird der dann eigentlich noch 10. werden, oder?
Nein, er war überrundet. Le Gall hat den Platz noch gerettet. Weil der Beißler überrundet war. Alter Falter. Ja, Wahnsinn. Das hat dem Le Gall noch 3 Punkte gerettet. Okay, Linus. Great drive, great drive. First win in the season, the third win for us. Very nice drive, Linus. Very nice drive. Yes, guys! Yes! Unbelievable, guys! Oh my goodness, I'm so happy! Great car! Thank you so much, guys! Yes! Darf er sich zu Recht freuen, war auch mal überfällig, er musste was zeigen. Okay, Matze, P2, another P2 for us. Second in a row. Very good. I hope we can no more. Yes, guys, very good race. Germany, Nürburgring is a good track for me. Last year the win. This year also good Ergebnis. Very good. Thank you. Vico, P3. Linus has won the Grand Prix. Very good result. Thank you, guys. But not so happy. Can not chance. Gegen Matze. Noch nicht gegen Linus. Schade. Aber P3, super. Ja, hat der Veco Meier, der ist angefressen, der hätte gerne das Rennen gewonnen, aber der war auch in keiner Phase des Rennens mal überhaupt dran, das zu gewinnen. Man muss schon ehrlich sagen, dass der Hartmann besser war heute. Und das von der Pole. Joker, das ist übrigens der erste Sieger in dieser Saison, der es von der Pole Position geschafft hat zu gewinnen. Das ist im 8. Rennen. Das 8. Rennen. Siehst du mal, wie eng das ist. Ja, Linus Hartmann gewinnt in 47 Minuten 51 den großen Preis von Deutschland am Nürburgrings Heimrennen. Es wird also gleich nochmal die deutsche Hymne geben, Joker, aber danach die britische, weil das Team ja immer noch englisch ist. Dann Matze Schweizer im Gerner. Sag mal was zu Matze Schweizer. Also das ist jetzt zweite Mal in Folge. Monaco hätte man auch sagen können, es war Zufallsding. Aber hier war es doch im Rennen, dass er die ganze Zeit eigentlich mithalten konnte und den Platz ungefährdet halten konnte von Start bis Ziel. Wie bewertest du die Leistung von Matze Schweizer? Ja, Respekt. Auf jeden Fall sieht man halt, bei Gerner ist ein Vorwärtskommen. Im Gegensatz zu anderen Teams. Und ja, Glückwunsch. Dann Veco Meier auf der 3. Andi Heibrecht auf der 4 müsste dann jetzt 13 Punkte Vorsprung in der Weltmeisterschaft haben, weil Rocky Bergmann einen zweiten Nuller hingelegt hat. 13. zwar im Ziel und ausgerechnet der einzigste Fahrer ohne Punkte. Der Joker hat es ja zur Rennmitte gesagt, das wird so ähnlich kommen und tatsächlich so kommen. Wahnsinn. Rickard auf der 5, eigentlich Durchfahrer, und ich sag dir eins, dem Rickard hat es geholfen, dass er das Elektroproblem hatte und in die Box musste, denn jetzt hat er die richtige Reife gehabt und hat den Renault dann auf die 5 bewegt. Luca Le Gall hat Glück, dass er überrundet war, sonst hätte er den Punktplatz verloren. Christian Freund, stark, wie er sich gegen den Kenny verteidigt hat. Jake rettet Williams Punkte. Cevicki 9. Luca Le Gall behält den 10. Platz. Beißler holt noch 2 Punkte. Damit zu den 18 vom Heibrecht sind es dann schon 20. Und damit sind es 5 Punkte Vorsprung in der Konstrukteurs-WM. Also Holland oder BMW, würde ich sagen, die einzige beiden Teams, die momentan diese Konstrukteurs-WM unter sich ausmachen. Ich glaube, die anderen sehe ich da noch nicht in Schlagweite. Ja, und Eichert war sogar Durchfahrer, ist uns total entgangen. 12. Platz, ja, und Rocky Bergmann. Der einzigste, der leider traurig in die Röhre schaut. Und ja, Joker, das ist ein Pech. Das ist ein Pech. P14, du wirst zwar noch als 14. gewertet, nicht als Ausfall, aber das tröstet dich nicht. Das gibt keine Punkte, du warst 11. zu dem Zeitpunkt. Und das wären 2 Punkte gewesen. Ach, wie gut, dass ich auch auf mich gewettet habe, dass ich halt als letzter ausfalle. Und ach, ups, nur darf man ja nicht sagen. Oh, da hast du ganz schön Kohle gekriegt. Oh Mann, ey, was gibt's denn? Das gibt's nicht. Ich würde sagen, jetzt kommt wieder der obligatorische kurze Cut-Pause fürs Highlights-Video. Was für ein Grand Prix von Deutschland.
Und ich hoffe, wir werden dann in der zweiten Saisonhälfte weitere spannende Action sehen. Und ich denke, auch der Joker wird das ein oder andere auch mal wieder mit dabei sein. Und dann lassen wir uns überraschen, was dann in 14 Tagen in Spa passiert. So, wie immer, das ist der Cut. Ab da schneide ich dann das alles weg fürs Video, weißt du? Mhm. Sag ich so oft, die Leute wissen es ja schon. Bis Joker war mal gekommen. Wir gucken uns auch noch die zweite Hälfte an, die sehr ausfalllastig war. Joker noch gewertet, ja, Valvo im Kies vergraben. Lukas Beer spektakulär mit einem Dreher rausgekachelt, den auch Nathan Prerats Rennen gekostet hat. Der war eigentlich gut unterwegs. Ja. Schmutz, Motorschaden, Herbstritt vom Cevicki rausgeschoben worden. Bremsdefekt bei Slivic, Motorschaden bei Grün und Fuchsi. Naja, Joker, da warst du doch nicht ganz unschuldig am Fuchsis Ausfall. Das war bestimmt die Rache vom Fuchsi, dass du ihn rausgekachelt hast. War das die Rache dafür, dass du als Letzter noch ausscheiden musstest in dem Rennen? Ganz das bestimmt. Heutzutage nennen das ja die Kiddies Karma. Bro. Ja, so sieht's aus. Digga. Muss man alles unterbringen, damit auch jugendliches Publikum mal hier bei Grand Prix 3 reinschaut. Wir haben ja das, hier Fahrer, die 20 oder jünger sind. Also das Karma hat kein Schamhaar am Obama. Ja, ja. Obama hesse Karma. Wer kennt's nicht? Fahrerbeste Runde, die schnellste Runde geht knapp an Veco Meyer heute für die DHL Fastest Lap Trophy vor Linus Hartmann. Das zeigt, dass der Hartmann einfach konstant gut war. Heibrecht und Schweizer. Ja, Joker, immerhin, du hattest die fünftschnellste Runde im Rennen. Ja, habe ich wahrscheinlich mal eine gute Runde wegen Windschatten und so hinbekommen. Ja, mit frischen Reifen vielleicht noch. Na? Sieht man schon die Unterschiede. Es ist die erste schnellste Runde, glaube ich, vom Veco in der Saison. Ist auch für die Statistik wichtig. Und dann gehen wir mal in die Fahrerweltmeisterschaft und wir gucken mal hier rein. Andreas Heibrecht führt sie jetzt an mit 125 zu 112. Das sind die 13 Punkte, die ich gesagt habe. Also rechnen kann ich noch. 13 Punkte Vorsprung. Das ist jetzt kein Brett, weil das Punktesystem, du kriegst ja 25, das ist ja alles aufholbar in den Rennen. Die sind ja nicht berechenbar, die Rennen, gell, Joker? Mhm. Christian Freund, muss man echt mal loben, dass das wirklich auch eine gute Saison ist, dass der Monaco-Sieg jetzt nicht der war schon sensationell, aber das schon bestätigt die Arbeit, die Porsche macht. Und die sind gut dabei. Also Christian Freund kann hier WM-Dritter werden, das ist durchaus möglich. Veco Meyer, ja, guck mal an, wer da mittlerweile auf der 5 ist. Matze Schweizer. Der wurde da 2 Podestplätze und ist auf der 5 angekommen. Aber bleibt der da? Kann der sich da halten? Das ist eine gute Frage. Linus jetzt mittlerweile auch in der Top 10. War der nicht vor dem Rennen noch 18er, der Linus? Es geht schnell. Ja. Dann Lukas Beer, Valvorik, Eichert und Ricard. Da ist der Beißler aus der Top 10 gefallen. Fuchsi rausgefallen, Kenny, Jake. Ja, Kenny jetzt vom Boris, aber wenn man sich anguckt, Ferrari-Fahrer mit 13 und 15 in der Fahrerwertung, das ist nicht das, was Ferrari erwartet. Also da wird Ansgar von Lahnstein wieder schimpfen. Mal gucken wir mal runter. Nathan Prerat jetzt letzter, weil Cevicki gepunktet hat. Ja, Joker, auch nicht so viel Vorsprung vom letzten. Und du hast ja jetzt schon 9 Punkte Rückstand auf der Luca Le Gall. Das ist ja. Es läuft. Und 11 Punkte. Ne, 9 Punkte auf der. Ne, 11 Punkte auf der Grün. Oh, 12 auf der Herbstritt. Ah, Joker, da hast du noch ein bisschen Arbeit zuvor, wenn du die alle noch kriegen willst. Es läuft. Eine Formel 1 Auszeit wird ja über mögliche Nachfolger wird ja schon spekuliert. Schweizer, Prerat, sind ja einige im Gespräch bei Williams. Aber der Schweizer könnte sich auch nochmal überlegen, zu Gerner zu kommen oder zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben und gehen nicht mehr weg. Ja, Holland-Nissan 170, 165, das haben wir ja so erwartet. Enge Kiste. Ist auch eine Truppe, Joker, die du das gönnen würdest, wenn sie hier Konstrukteur ist. Letztes Jahr haben sie ja hinterher raus noch den dritten Platz geholt.
Jetzt können sie hier schon Weltmeister werden. Also auch eine Truppe, wo du sagst, die hätten es verdient, oder? Auf jeden Fall. Holland-Nissan. Dollar lecker. Ist doll lecker, aber BMWs, enge Kiste. Das sind immer noch die zwei Teams. Man sieht ja, wie McLaren, wie weit die noch weg sind. Aber die zweite Saisonhälfte hat ja in der letzten Saison auch alles durcheinander gekrempelt. McLaren, Porsche, Chevy auf der 5. Ferrari ist ein Phänomen. Der Kenny schafft es immer noch genug Punkte zu holen, dass man immer noch in der Top 6 landet. BAR, Gerner schon Achter. Renault Williams hat die rote Laterne abgegeben an Ford. Hat aber der Jake dann dafür gesorgt. Obwohl Joker war auf Punktekurs und dann hat leider die Aufhängung gesagt, wir haben keinen Bock mehr. War bestimmt auch nur mit Kaugummi festgeklebt, die Aufhängung. Wie immer. Ja. Es ist schon interessant. Aber da vorne, da ist es momentan Holland gegen BMW. Und Platz 3, das würde ich auch mal noch nicht sagen, dass das komplett ausgeschlossen ist. Wir speichern das jetzt erst einmal unter Rennen. Lalalala. Da gibt es natürlich noch einen neuen Speicherstand. Und dann gibt es die Siegerehrung. Ah, da freut sich der Joker ja auch. Da würde er gerne nochmal hin. In Monaco durfte er ja nochmal hin zur Siegerehrung. Die ich mich nicht mehr erinnern kann. Da war die Party groß. Everybody. Hey. Spa-Francorchamps, du hast es schon gesehen, ist das nächste Rennen. Die Ardennenstrecke. Das ist dann Runde 9, das Q. Und das ist die zweite Saisonhälfte und da hat der Bergmann ja in der Vorsaison gewonnen und da müssen wir BMW auf jeden Fall auf der Rechnung haben, Holland auch. Und dann werden wir sehen, ob McLaren vielleicht doch tatsächlich auch wieder ein Ferrari-Sieg, vielleicht auch mal ein Williams-Sieg. Da muss zwar viel passieren, aber möglich ist alles. Haben wir ja in Monaco gesehen. Und da wäre sie sich freue bei Williams. Wenn es doch was zu feiern gäbe, da hast du ein Podest geholt in der Vorsaison. Es war aber natürlich noch ein anderer Williams. Der aber auch schon die Andeutung dann gemacht hat. Ja, die haben hier ein schönes Podestbild vom Nürburgring und da kommen sie jetzt drauf aufs Podest. Na, Hartmann sieht man schon, er ist überglücklich. Er hat es gezeigt, ja, die Saison war bisher nicht gut und jetzt hat er auch wieder einen Saisonsieg geholt. Wie gesagt, es war der 8. Grand Prix-Sieg seiner Karriere. 5 im Renault und 3 für McLaren. Aber Weltmeister ist er noch nicht geworden. Der Joker ist der einzigste Fahrer, der es geschafft hat, mit nur einem einzigen Sieg hier in Grand Prix Weltmeister zu werden. In der 5. Grand Prix 2 Saison hast du ja nur den Ungarn Grand Prix gewonnen, hast aber viele vierte und dritte Plätze geholt. Wie Keke Rosberg, ne? Der hat ja auch nur einen Sieg gehabt, 82. Auch von dem ist der Joker weit entfernt jetzt. Und man sieht ihn schon in der Box, schon Frust, ne? Du hast dir jetzt auch schon wieder eine Fa Champagnerflasche genommen, oder? So Nee, Sektflasche. sowas trinke ich nicht. Also richtiges Bier, oder? Ich habe mir noch einen Döner geholt. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde furzen. Ja, das ist mit extra Zwiebel und scharfer Soße. Und da kommen Und sie schon aufs. Vita-Cola. Ja, und die Vita Cola ist die beste Cola mit dem Zitrusgeschmack. Den musst du doch mal unterbringen. Ja, wenn dann schon richtig. Und da kommen sie aufs Podest auf Platz 3. Und ja, Veco Maia ist geknickt. Man sieht an, er zieht schon ein bisschen Gesicht. Ja, finde es nicht so gut, dass der Hartmann ihn geschlagen hat. Na, auch der Veco hat schon so ein bisschen Nummer 1 Allüren. Aber da muss er sich gewöhnen dran, dass auch mal der Hartmann gewinnt. Also nicht ganz so glücklich, aber umso glücklicher ist der Matze Schweizer erneut auf dem Podest. Gerner macht einen Schritt nach vorne. Was können wir in der zweiten Saisonhälfte von denen noch erwarten? Matze hätte selber nicht gedacht, dass er mit dem Karre mal aufs Podest nochmal fährt. Monaco war das ja schon eine Sensation. Hier war es können. Und Linus Hartmann, 8. Sieg auf dem Podest. Der freut sich regelrecht. Und wir hören jetzt, ja, Joker. Noch einmal die deutsche Nationalhymne und danach die britische fürs Team.
Und da freut sich McLaren unter Linus Hartmann. Und da gibt es den Pokal von auch einem ehemaligen deutschen Formel-1-Fahrer. Joga wird ihn jetzt nicht so cool finden. Das ist nämlich Nico Rosberg, der den Pokal übergeben wird an Linus Hartmann. Mit seinem 8. Sieg, den ersten in der Saison. Es ist auch schon, McLaren hat damit die meisten Saisonsiege geholt, nämlich 3. Während BMW nur einen hat. Holland 2. Also, das ist auch schon relativ klar. Aber in der Konstrukteurswertung ist man halt weit weg vom Sieg. Ebenfalls von Nico Rosberg bekommt Andreas Müller, der McLaren-Teamchef, die Trophäe für den siegreichen Konstrukteur. Die nimmt er auch schon zum dritten Mal in der Saison entgegen. Meistens geht er aufs Podest. Dann ein ehemaliger DTM-Fahrer aus Deutschland mit Platz 2 für Matze Schweizer, Martin Tomczyk. Er gibt Matze Schweizer den Pokal für Platz 2. Der sich freut, der jetzt mittlerweile schon WM-Fünfter ist, wie auch immer er das geschafft hat, wird er sich selber fragen, weil die Saisonhälfte 1 war bis auf die letzte beiden Rennen noch nicht so seine, wie immer. Der ist ja auch erst hinterher raus immer kommen, der Schweizer, wissen wir ja. Und Platz 3, den Pokal für Veco Meier. Den bekommt er von einem deutschen Nachwuchsfahrer, Joker, von Mick Schumacher. Bekommt er den Pokal für Platz 3. Aber der Veco, der zieht wirklich ein Gesicht wie 5 Tage Regenwetter, Joker. Kannst du sowas nachvollziehen? Er ist ja immer in dritter Woche, 4. Podestplatz seiner Karriere, 2 Siege schon. Muss man da so ein Gesicht ziehen, Joker, oder merkt man da, dass der Veco sich schon als Nummer 1 fühlt, so ein bisschen bei McLaren? Tja, wenn du halt die Ansprüche hast, dann immer vorne zu stehen, dann hat man dann irgendwann diese Angewohnheit, dass man so rüberkommt. Da muss Veco aufpassen, dass er nicht da ganz mies rüberkommt. Ja, und jetzt kommt ein Moment, der dem Joker auch sicher gut gefällt. Yeah. In derselben Tonlage heißt es mal wieder: And ladies and gentlemen, it's now time for Champagne! Und da kriegt der Hartmann voll ab. Ja, Joker hat den ja noch leer getrunken in Monaco. Voll in die Fresse. Aber Hartmann und der Schweizer, der Veco, der steht auch schon ein bisschen, der macht da nicht so richtig mit hier, also finde ich jetzt nicht in Ordnung vom Veco, also ist ja alles schön und gut, aber da muss er aufpassen, wenn sowas bleibt immer hängen, dann sagen die Leute, oh, wie kommt denn der rüber? Naja, aber der Hartmann freut sich zurecht, oder? Hartmann hat ein absolut tolles Rennen gemacht, gibt gar nichts zu sagen, vom Start weg alles kontrolliert, keine Fehler gemacht, also als erste fehlerfreie Rennen vom Hartmann. Wenn ich mich erinnere, in Malaysia, Joker, der dabei war, mit 3 Fahrfehlern gewonnen. Also, das hat der Hartmann schon kontrolliert, aber ich weiß nicht, ich glaube, der McLaren ist nicht WM-fähig so richtig. Der ist gut für Einzelsiege, so ein bisschen wie Red Bull in echt, oder? Gut für Einzelsiege, aber nicht gut für die gesamte WM. Ja. Würdest du das so unterschreiben? Ja, denke ich auch. Denk, ein Weltmeister aktuell wird entweder Bergmann oder Heiprecht. Ich sehe die anderen noch nicht. Auch der Weg, jetzt machen wir wieder auf dem Podest. Im nächsten Rennen kann er wieder irgendwo hinterher dümpeln. Und ja, so wird man dann halt auch nicht Weltmeister. Also Heiprecht, Bergmann, das ist wohl der Kampf. Und Freund vielleicht, lachender Dritter. Aber Platz 3 möglich. Das ist die beste Formel-1-Saison vom Freund überhaupt. Also den hat ja jahrelang keiner in Erwägung gezogen, weil der immer so noch mitgefahren ist. Aber auch derzeit, wenn das Auto passt, kann man ihn erwähnen. Und sonst muss man mal schauen, was mit Weißler, was mit Joker passiert. Valvo, Fuxi, Linus, was die machen werden. Muss man ja auch aufpassen, ob der Hartmann das halten kann oder nicht. Das wird dann Spa-Francorchamps zeigen, das dann in 14 Tagen auf diesem Kanal stattfindet.
Und ja, ich freue mich da auch schon drauf. Spa-Francorchamps Joker, mal eine kleine Vorschau noch, bevor wir hier beenden. Spa-Francorchamps in 14 Tagen, was glaubst du, wird uns da erwarten? Hast du da Favorite? Das ist schwer, ne? Der Heimrecht. Muss man jetzt ja aber mitrechnen. Sehen, wie der Bergmann jetzt reagiert nach den zwei Rennen. Naja, gut, in Monaco hat er noch Punkte geholt, aber nach diesem Nuller hier, der tut weh. Vor allem, wenn man sieht, du bist der letzte noch Fahrende gewesen und bist am Punkt vorbeigeschrammt. Ja. Er hat halt auch zwei grobe Schnitzer gehabt, der Bergmann. Und die haben gekostet. Und da fragt man sich, ja, kriegt der Bergmann Nerven flattern? Denn ich habe das Gefühl, der Heiprecht, der scheint ja hier cool wie ein Eisklotz zu sein. Man darf nicht vergessen, der ist das erste Mal, das ist gerade mal sein achtes Formel-1-Rennen, der hat schon eins gewonnen. Und der steht in der WM 13 Punkte vorne als Rookie. Ich möchte jetzt nicht wieder den Lewis Hamilton 2007-Vergleich rausholen, aber das sind schon solche Dimensionen. Und man wird sehen. Joker, du traust ihm zu, dass er das halten kann, dass er tatsächlich auch Weltmeister werden kann, der Heiprecht, als Neuling. Wenn du nach der Hälfte der Saison so stark mit bei bist, ob man dass das Material weiter das zulässt, dass er weiterhin da vorne mitfahren kann. Holland ist natürlich ein gutes Team und sie wäre nicht umsonst, hatte Valvo dort Interesse zu fahren. Aber man wird halt sehen, wie Holland sich halten kann, weil ich sehe schon, Porsche könnte nächstes Jahr anschließen als Top-Team. Ja, und bei Gerner muss man abwarten und bei Ferrari, uiuiui. Ich glaube, der Ansgar von Lahnstein wird im Sommer, wenn die Saison rum ist, wird er hier erst einmal Köpfe rollen lassen. Da werden mal einige ihre Jobs verlieren, da wird man komplett umstrukturiert, weil so kann es nicht weitergehen in Rot. Obwohl ein Joker wird es freuen. Ferrari nicht. Fifi. Ich würde sagen, damit war es das von der Übertragung. Der große Preis von Deutschland ist zu Ende. In 14 Tagen sind wir beim großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps zu Gast und dann beginnt die zweite Saisonhälfte. Fazit: Es war eine tolle erste Saisonhälfte. Wir haben vier Erstlingssieger erlebt mit Veljko Maja, Slivic, Heiprecht und einem Freund. Und darf gerne noch ein paar mehr dazukommen in der zweiten Hälfte. Ich bedanke mich auch beim Joker. Du warst der erste Danke auch. Co-Kommentator hier in Grand Prix 3. Werden wir in diesem Jahr 2020 öfters noch sehen, dass wir der Joker auch natürlich wieder eingeladen, auch der Valvo. Auch Kenny, Jake, auch Novien wird man sicher dabei sein. Und Fuxi natürlich. Nicht bei jedem Rennen, aber immer mal wieder. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Joker. Es bringt immer noch eine lustige Komponente rein, wenn du dann noch mal Boxenfunk zusätzlich einspielst. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen und dann sage ich schon mal Keep Racing, auf Wiederlorge und dann sehen wir uns in 14 Tagen zum großen Preis von Belgien in Spa. Ich sag schon mal Keep Racing und auf Wiederlorge. Tschüss.